Ich hoffe, dass er zu sehen sein wird. Genau. Ja, das war leider jetzt nicht anders möglich wegen einer Corona-Geschichte. Bevor wir jetzt einsteigen in die Veranstaltung, noch ein paar praktische Hinweise. Wir haben also hier ein 3G-Hygienekonzept. Sie haben sich hier alle mit eintragen müssen in die Liste. Sie wissen, dass Sie nur am Platz die Maske abnehmen dürfen und sobald Sie sich im Raum bewegen, die wieder aufsetzen müssen. Wir haben ein bisschen was an Catering vorbereitet vom Café, vom Bio-Café Kieselstein hier aus Potsdam. Und ich muss auch noch eine Sache zur Aufzeichnung sagen. Wir werden also diese Veranstaltung hier aufzeichnen und alle diejenigen, die nicht aufgezeichnet werden wollen, müssten also an den Bildschirm dann ihr Mikro und ihren Bildschirm ausstellen, sodass sie also hier dann auch nicht zu sehen sind. Und diese Aufzeichnung soll also auch auf unserer Webseite der Fraktion veröffentlicht werden. Alle, die hier im Raum sind, da gehen wir davon aus, dass sie einverstanden sind, wenn sie hier sich melden, dass sie dann auch in Erscheinung treten auf dem Bildschirm und dass sie dann auch quasi in der Aufzeichnung vorhanden sind. Ja, wir haben ein Programm, was ich dann nachher nochmal im Einzelnen vorstellen werde. Es wird also einen Teil geben mit Input-Vorträgen, vier Vorträge mit kurzen Möglichkeiten zur Nachfrage, sowohl hier im Raum als dann auch im Chat. Und es wird dann eine Diskussionsrunde geben, wo auch die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Und das wird also für die Teilnehmer hier im Raum möglich sein, als auch für die Chat-Teilnehmer. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es noch ein paar technische Hinweise gibt für die Teilnehmer, die an dem Bildschirm sitzen. Das wird Joyce Syre machen, die auch mit verantwortlich ist für die Vorbereitung dieser Veranstaltung, ebenso wie Alexandra Straka, die jetzt gerade nicht zu sehen ist. Aber die beiden Frauen haben hier die ganze Veranstaltung vorbereitet und bin sehr dankbar dafür. Ich hoffe, dass alles klappt. Bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass alles klappt. Und ich würde Joyce Syre jetzt mal das Wort geben, um noch ein paar technische Hinweise zu geben. Ja, vielen Dank, Isabel. Kurz vielleicht auch noch mal zu meiner Vorstellung. Ich bin die Referentin für Klima, Umwelt und Landwirtschaft bei der Grünen Fraktion. Im Chat wurde schon gefragt nach technischen Hinweisen. Also es ist tatsächlich so, dass sie automatisch erstmal alle stumm gestellt werden, damit wir hier keine Störgeräusche haben. Und ich bitte Sie auch darum, sozusagen diese Stummschaltung nicht aufzuheben. Sie haben, wie Isabel Hickel erwähnt hat, die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Da wir so viele Menschen sind, auch im digitalen Raum, wird das hauptsächlich über den Chat funktionieren. Den Chat finden Sie unten rechts, ist ein Zeichen, ein Chatzeichen. Wenn Sie da drauf drücken, dann erscheint er auch auf der rechten Seite. Und genau da können Sie dann sozusagen Ihre Fragen reinstellen. Das wird dann zum Zeitpunkt nochmal angekündigt, wann das möglich sein wird. Nach den Vorträgen inhaltliche Rückfragen, aber auch bei der Diskussion. Und es wäre auch klasse, wenn Sie im Chat dann auch Ihren Namen und gegebenenfalls Ihre Funktion angeben. Und ich würde dann sozusagen Ihre Fragen hier aus dem digitalen Raum in die Präsenz transportieren und beantworten lassen. Genau, falls Sie währenddessen rausfliegen sollten, können Sie einfach wieder mit dem gleichen Link in das Treffen eintreten. Das könnte ja vorkommen. Und zur Dokumentation, da gibt es auch immer viele Fragen. Also wie gesagt, es wird aufgezeichnet und auch alle Folien der Referenten werden im Nachgang zur Verfügung gestellt auf der Fraktionswebsite. Das war's von meiner Seite. Ja, danke schön für diese Hinweise. Wir können jetzt im Prinzip in die Veranstaltung inhaltlich auch einsteigen. Ich will vielleicht noch mal zu meiner Vorstellung so viel sagen. Ich bin ja umweltpolitische Sprecherin unserer Fraktion und habe also neben den Fachbereichen Landwirtschaft, Wasser, Naturschutz auch den großen Bereich Wald und Jagd mit zu verantworten. Und wir haben natürlich uns mit dem Thema in den letzten Monaten schon intensiver beschäftigt. Wir haben ganz am Anfang der Legislatur einen Auftrag an die Landesregierung ausgesprochen, den Landesbetrieb Forst zu evaluieren und eine Forstreform durchzuführen. Dieses Verfahren läuft noch. Und es hat sich im Zuge dieser Bearbeitung immer wieder ist die Frage aufgekommen, ja, wo geht es denn jetzt eigentlich mit dem Wald hin? Und wir haben ja gerade in den letzten 3 Jahren erlebt, mit welchen katastrophalen Entwicklungen welche katastrophalen Entwicklungen wir in der Wald
im Wald haben, nicht nur hier in Brandenburg, auch bundesweit gesehen und auch weltweit gesehen. Nicht umsonst hat ja jetzt die UN-Klimakonferenz in Glasgow auch eine Resolution verabschiedet, dass also verstärkt der Kampf gegen die Vernichtung der Wälder aufgenommen werden sollen. Leider ist es etwas unverbindlich geblieben, aber es haben 100 Staaten wohl unterschrieben. Aber das ist ja nun die globale Sicht. Wichtig ist es ja auch für uns in Brandenburg, den Wald so zu entwickeln, dass er mit dem Klimawandel zurechtkommt, dass wir Möglichkeiten finden, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um über die nächsten Jahre, Jahrzehnte den Wald so zu entwickeln, dass er seine Funktion auch entsprechend ausfüllen kann. Ja, also als wir angefangen haben, uns darüber zu verständigen, wie es mit dem Wald oder wie es auch mit dem Landesforstbetrieb weitergehen soll, war immer die Frage, brauchen wir vielleicht eine neue Waldvision? Wir haben ja eine Waldvision 2030. Und es kam ja auch die Frage auf, ja, wie geht es denn jetzt hier eigentlich inhaltlich mit dem Wald weiter? Und als wir überlegt haben, so ein Fachgespräch zu organisieren, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, ja, sollte man diese Frage hier stellen, ob wir eine Waldvision und eine neue Waldvision brauchen? Und ich glaube, die Frage können wir uns jetzt schon beantworten. Natürlich brauchen wir eine neue Waldvision anhand der Beobachtungen, die wir draußen anstellen, anhand der Ergebnisse auch des Waldzustandsberichtes. Wir wissen ja, dass jeder vierte Waldbaum in Brandenburg inzwischen deutliche Schäden aufweist, dass wir 2020 die höchste Absterberate seit Beginn der Waldzustandserhebung hatten, vor allem bei Eichen, Buchen und Kiefern. Also auch die Kiefer, die ja eigentlich so als so der Hauptbaum in Brandenburg gehandelt wird und dem nichts anhaben kann, aber auch bei der wurde eben festgestellt, die hält das eben auch nicht aus, wenn sie 35 Grad im Schatten ertragen soll, und das über mehrere Tage und Wochen und das bei großer Trockenheit. Ja, und das war so der Anlass zu sagen, okay, natürlich, wir brauchen eine Waldvision, die in die Zukunft gerichtet ist. Und eigentlich ist die Frage heute vor allen Dingen, ja, wie soll die eigentlich aussehen? Also woran müssen wir uns orientieren? Und was müssen wir eigentlich alles beachten, wenn wir von der Waldentwicklung reden? Weil Wald ist ja nicht nur ein Standort, wo Holz produziert wird. Auch die Frage Kohlenstoffsenke rückt ja immer mehr in den Vordergrund, gerade unter dem Ansatz, dass die Wälder auch eine große Funktion haben für den Klimaschutz. Und natürlich sind es auch Kühlzellen in der Landschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Gerade die Laubwälder und die Laubmischwälder sind ja hervorragende Bereiche, wo also auch eine Kühlung erfolgt. Und natürlich sind sie auch Lebensraum für eine ganze Reihe von Tier- und Pflanzenarten, die wir auch im Rahmen dieser ganzen Frage der Erhaltung der Biodiversität betrachten müssen. Und Wälder sind natürlich auch Erholungsraum. Und die Frage, die sich auch stellt, ist natürlich, welche Funktion oder in welcher Relation stehen denn diese Funktionen nun eigentlich zueinander? Also in den letzten Jahrhunderten oder kann man ja sagen, 2 Jahrhunderten vielleicht, muss man ja sagen, die Nutzungsfunktion stand ja eigentlich immer im Vordergrund. Aber ist das noch zeitgemäß? Muss man nicht eigentlich andere Aspekte jetzt mit reinbringen? Das sind so die Fragen, die uns eigentlich bewegen. Also in welche Richtung müsste eine Brandenburger Waldvision gehen? Ich denke nicht, dass wir hier heute alle Fragen klären können. Ich denke, dass wir die Probleme mal andiskutieren können. Aber die Frage ist eben wirklich, welche Elemente müsste so eine Brandenburger Waldvision enthalten? Welche Schwerpunkte müssen wir setzen? Und von welchen Vorstellungen und Zielen sollten wir uns möglicherweise verabschieden? Ja, wir werden dazu Impulsreferate hören unter der zentralen Fragestellung, woran müsste sich eine neue Waldvision orientieren? Das wird also so stattfinden, dass wir jetzt jedem Vortragenden hier 10 Minuten für den Vortrag einräumen und 5 Minuten für Nachfragen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Zeit rausgeschlagen, dass wir so ein bisschen Puffer haben, weil ich denke, wir haben hier sehr hochkarätige Leute vorn zu sitzen, die sehr viel zu sagen haben. Und als Ersten wollen wir hören Herrn Dr. Christopher Reier vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu aktuellen und künftigen klimatischen Bedingungen für die Wälder in Brandenburg. Der zweite Vortragende wird dann sein Dietrich Mehl, Leiter der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf zu Waldstrategien gegen den Klimawandel, Praxisbeispiel Landeswald. Dann werden wir hören Oliver Frank, den Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft Altgolzen-Mahlsdorf-Sellendorf.
zu Waldstrategien gegen den Klimawandel, Praxisbeispiel Forstbetriebsgemeinschaft, also Privatwaldbesitzer. Und als vierten hören wir dann Professor Dr. Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde zur Vision für die Waldentwicklung im Klimawandel. Ja, danach, nach diesen Input-Vorträgen, wollen wir dann eine Diskussionsrunde starten. Die wird also dann Martin Hasselbach als Vorsitzender des Forstausschusses Brandenburg des Ministeriums hier leiten oder moderieren, besser gesagt. Und wir werden uns dann in dieser Diskussion mit den verschiedenen Fragestellungen beschäftigen. Und da wird es also dann auch die Möglichkeit geben, hier als aus dem Chat heraus, als auch aus diesem Gremium im Raum heraus Fragen zu stellen und mit zu diskutieren. Wie das funktioniert, haben wir schon erklärt. Und wir können jetzt eigentlich loslegen mit dem ersten, Beitrag von Dr. Christopher Reier. Ich hoffe, dass er da ist. Ja, können Sie mich hören? Hallo, freut mich. Wollte ich noch was dazu sagen. Leider habe ich jetzt den Zettel nicht dabei. Eigentlich wollte ich Herrn Christopher Reier auch noch mal konkret vorstellen, aber vielleicht machen Sie das doch am besten selbst. Ja. Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ich gebe Ihnen jetzt mal das Wort. Genau, können Sie mich hören? Kann man mich hören? Ja, wir hören Sie gut. Okay, sehr gut. Ja, also vielen Dank, Frau Hiekel, für die Einladung und auch an Frau Syre und Herrn Hasselbach noch mal ein herzliches Dankeschön. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht dabei bin, aber das ist tatsächlich besser so und sinnvoll. Deswegen muss ich jetzt hier online dabei sein und ich klinke mich dann leider auch danach mehr oder weniger gleich aus, um hier mich zu Hause zu kümmern. Also, ich möchte Ihnen wirklich nur ganz kurz jetzt einen Überblick geben über einerseits den Zustand den wir jetzt in den letzten Jahren beobachtet haben auf klimatischer Seite. Dann einmal die Projektion schnell angucken und dann eine kleine eigene Studie noch zeigen zum Trockenstress, ganz speziell für Brandenburg. Und genau, wir zeigen ja öfter, wenn Sie mal Leute vom PIC aus der Forschungsbereich 2 hier sehen, wo wir uns mit Klimaresilienz beschäftigen und dann eben Wasser, Wald, Landwirtschaft und so weiter mit unseren Modellen behandeln. Da haben Sie vielleicht schon mal diese Abbildung hier gesehen. Es geht also um die Temperatur-Niederschlagsentwicklung in der Messstation oben auf dem Telegrafenberg und die ist insofern besonders, weil sie eben so lange schon läuft und gute Daten liefert. Und das ist immer nur ganz schön, weil man da eben sozusagen tagesaktuell ein bisschen das Wetter, was Sie jetzt heute und in den letzten Tagen erlebt haben, einordnen kann und den Jahresverlauf schön sieht. Was also auffällt, und das ist auch hier die Hauptmessage, dass also sich nach den Jahren 2018, 19 und 2021, die man hier ja immer an den Extremwerten, die obersten da sind, erkennt, sowohl für Niederschlag als auch die Mitteltemperaturen jetzt 2021 sozusagen ganz normal im neuen Normal ist. Also das heißt, es entspricht eher dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 1920 als dem der Jahre 61 bis 90. Aber es ist in keinem Fall so extrem wie jetzt die letzten 3 Jahre. Die klimatische Wasserbilanz zeigt das Gleiche. Hier ist es sogar ein bisschen feuchter als jetzt der Durchschnitt, was insofern gut ist. Und auch jetzt die Bodenfeuchte auf der Station da oben bei simuliert mit einem Modell in 1 Meter Tiefe ist jetzt auch deutlich über dem Durchschnitt. Das ist jetzt hier vielleicht standortabhängig. Aber generell gibt es, glaube ich, dieses Jahr mehr Wasser. Aber, und das ist leider eine Sache, die konnte ich jetzt heute, wo ich eigentlich jetzt ans PIC wollte, nicht mit meinem Kollegen nochmal besprechen. Das bedeutet nicht, dass die Wassersituation insgesamt nicht angespannt ist. Ja, also das sind hier die Grundwasserstände in Neusiedin, die also kontinuierlich runtergehen eigentlich über die Zeit und wo jetzt auch das sozusagen das Jahr 21 noch nicht unbedingt viel Erleichterung gebracht hat, aber die Daten kommen jetzt, wie gesagt, erst rein. Aber die Grundwassertrends sind auf jeden Fall schon länger hier rückläufig und das ist natürlich insgesamt für den Wasserhaushalt besorgniserregend.
Dann nur einen schnellen Blick auf die Klimaszenarien und ich gehe hier gleich in die große, sozusagen die große Skala für ganz Europa. Das sind die neuesten Daten des Cordex Europe-Projektes, wo also immer die globalen Simulationsläufe mit Hilfe regionaler Modelle auf Europa runtergebrochen werden. Und es handelt sich hierbei noch um die Daten der globalen Läufe von dem sozusagen letzten IPCC-Bericht. Und die werden dann regional übersetzt. Und in dem, was danach kommt, in der Nachfolgestudie, die ich Ihnen gleich noch zeige, nutzen wir dann sozusagen schon die nächste Generation der globalen Klimamodelle. Aber da gibt es dann noch keine Regionalisierung. Was hier auffällt, ist natürlich in der Realisierung hier für das RCP 8.5, dass das Ensemble im Mittel also natürlich eine deutliche Erwärmung für die Region hier voraussagt, liegt zwischen 4 bis 5 Grad. Der obere Rand des Szenarios Korridors, wenn Sie sich an diese Abbildung vorstellen können. Was aber viel wichtiger ist hier, dass wir sozusagen im Norden Europas eigentlich eine Zunahme des Niederschlags sehen und in mehr im südlicheren Bereich eine Abnahme und dass eben Deutschland und vor allem hier auch unsere Gegend genau in dem Bereich dazwischen ist, wo es eben eine große Modellunsicherheit weiterhin geht, ob die Niederschläge eigentlich zunehmen oder abnehmen. Und das ist leider erstmal so. Ich kann jetzt schon mal darauf vorhergreifen, dass wir eben sehen in den Szenarien, die ich Ihnen gleich zeige, die vom 6. IPCC-Bericht jetzt sozusagen kommen auf globaler Ebene, dass die wieder ein bisschen trockener werden. Aber insgesamt gibt es weiterhin diese Unsicherheit, dass sozusagen hier in Zentraleuropa einfach aufgrund der verschiedenen Wetterlagen und so weiter die Niederschlagsvorhersagen und oder Projektionen eher unsicher sind weiterhin. Genau, nun wollte ich Ihnen nur noch eine kleine Studie zeigen, wo wir eben schon diese neuen Klimaszenarien vom IPCC anwenden können und unser Waldmodell 4C, das jetzt schon lange am PIC entwickelt wird, in der Arbeitsgruppe, die ich da auch leite. Und wir haben hier jetzt nur die BWI-Trakt der für Brandenburg und Berlin rausgesucht. Und initialisieren die sozusagen in diesem Waldmodell. Das heißt, wir wissen genau, welche Baumarten und in welcher Zusammensetzung da stehen und können damit dann sozusagen jedes Jahr ausrechnen in Abhängigkeit von dem Wetter, was da vorherrscht, wie wird sich das Bodenwasser entwickeln. Und genau, das machen wir dann einmal natürlich für die Vergangenheit mit beobachteten Daten vom DWD und anderen Datensätzen, die jetzt nicht weiter relevant sind und dann natürlich auch in der Zukunft. Und es ergibt sich dann folgendes Bild. Also wir nutzen als Indikator hier die Tage mit Trockenstress und der ist hier definiert, wenn das Bodenwasser unterhalb von 40% der nutzbaren Feldkapazität liegt und die werden dann sozusagen pro Jahr aufgesummiert. Und dann ergibt sich hier dieser Zeitverlauf. Man sieht also deutlich, dass es da große jährliche Schwankungen gibt. Und dass auf jeden Fall die Jahre, ich weiß nicht, sehen Sie, ich hoffe, Sie sehen meinen Pointer, wenn nicht, müssen Sie sich vorstellen, hier so zentral bei 2018 ist auf jeden Fall das bisher extremste Jahr, was eben von diesem Trockenstress geprägt ist. Und man sieht aber auch deutlich, dass es da noch Werte gibt, die leicht höher werden in den Szenarien. Die sind auch gar nicht, was hier interessant vielleicht ist, aus dem wärmsten Klimaszenario, also im wärmsten aus dem RCP 2.6. Also es sind sozusagen einfach Extremjahre wirklich. Und wir untersuchen jetzt eben weiterhin, inwiefern diese mit was für Wiederkehrintervallen und so weiter dann so Bedingungen wie 2018 auftreten. Aber erstmal sieht man schon, dass solche Bedingungen auch wieder auftreten würden. Aber man sieht vor allem, dass die auch erstmal jetzt extrem bleiben. Und was man aber sehr deutlich sieht, dass die Trendlinien, also die durchschnittlichen Anzahl an Trockenstress, die erhöht sich signifikant. Ja, also da sieht man am Ende vom Jahrhundert sind wir dann schon fast bei 100 Tagen, ohne dass es in irgendeiner Form eine extreme Ausprägung ist, ja, also ohne, dass Sie hier sozusagen dieses Zackenmuster da oben beobachten müssen, sondern es ist ganz normal in der Mitte der Trendlinie verortet.
Genau, das ist also die Aussage dazu. Das deckt sich eigentlich auch mit der Beobachtung. Man sieht noch, das ist vielleicht interessant für diejenigen, die jetzt sozusagen auch Glasgow ein bisschen mitverfolgen. Also das ACP 2.6 ist ja eins, was eher in Richtung 2-Grad-Welt geht. Und da würden wir ungefähr auf einem ähnlichen Trend bleiben. Ne? Also das macht schon einen großen Unterschied auch hier regional aus. Vielleicht nur noch einmal die regionale Ausprägung dazu. Sie sehen hier jetzt einmal diesen gleichen Indikator, also die Tage mit Trockenstress aufsummiert, immer räumlich explizit pro, eben für ganz Brandenburg, Berlin und dann aufgeteilt nach den forstlichen Wuchsgebieten. Einmal die Beobachtung oben links und dann immer für die drei verschiedenen Emissionsszenarien ACP 2.6, 7.0 und 8.5 sozusagen den Zustand Ende des Jahrhunderts. Und da fällt eben auf, dass natürlich besonders die Gebiete jetzt im Osten, die schon sehr trocken sind, eine weitere Zunahme an Trockenstress sehen und eben die südlicheren Gebiete. Genau, und damit bin ich schon durch. Ich habe eigentlich hauptsächlich drei Punkte, die ich machen wollte. 2021 ist bisher aus meiner Sicht klimatisch eher, das entspricht es eher dem neuen Normal, das wir hier sozusagen jetzt haben. Wir haben weiterhin unsichere Niederschlagsprojektionen in Zentraleuropa, auch in den neuen CIMIP-6-Daten. Aber das wird, wie gesagt, jetzt noch weiter untersucht. Und nichtsdestotrotz, aufgrund der Interaktion von eben Vegetation und vor allem aber auch also Zunahme der Temperatur und Veränderung der Niederschläge, wird der Trockenstress weiter zunehmen. Jetzt tauchen hier irgendwelche Bilder von WebEx auf, aber ich mache mal hier die Kleinen, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wer da was von mir will, ich mache das mal weg. Genau, damit bin ich fertig, habe kurz Zeit für Fragen hier auf jeden Fall. Achso, ich wollte noch eine Sache ganz wichtig sagen, diese Projektion, die ich Ihnen als letztes gezeigt habe, die rechnen wir jetzt auch durch mit einer Reihe von Waldumbauszenarien und anderen Management-Szenarien, um dann zu sehen, was sozusagen, wie sich dann dieser Trockenstress verändert unter verschiedenen Waldmanagements, aber die Ergebnisse sind leider wirklich noch am Laufen und deswegen kann ich die jetzt hier auch noch nicht heute zeigen, aber da arbeiten wir sozusagen weiter dran. Ja, vielen Dank und ich würde vorschlagen, ich verlasse mal diesen Shared Screen Modus, weil dann sehe ich hier gar nicht den Chat und sowas, ja? Ja, recht schönen Dank, Herr Dr. Reyer. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was uns hier erwartet. Das waren dann noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse. Gibt es jetzt hier im Raum Nachfragen dazu? Jetzt sind erstmal alle etwas. Ja, ich sehe hier eine wahrscheinlich. Haben wir aus dem Chat Nachfragen? So. Ja. Soll ich einfach loslegen? Da ist eine im Chat. Von Ulf Rosner. Welche heutigen Regionen sind vergleichbar mit den Bedingungen, die für Brandenburg 2100 hier projiziert sind? Ja, das ist eine gute Frage. Da beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht direkt mit. Ich weiß, es gibt eben im Rahmen von diesem Cordex Europa-Projekt, da gibt es so ein Climate Matching, so eine Internetseite. Aber vielleicht kennt es hier auch jemand und kann das hier reinschreiben. Also das muss man mal googeln. Aber da gibt es sozusagen so ein Tool, wo man sich dann aus dem Ensemble raussuchen kann, wo man sich verortet. Und zum Beispiel, ich weiß, der Forestry UK, also die britische Forstverwaltung, die haben sowas auch für Baumarten. Da kann man sich dann anschauen, wo die Baumarten hinwandern. Das heißt auch nach Climate Matching Tools muss man da schauen. Aber ich kann jetzt leider keinen direkten Link hier geben. Haben wir noch eine Anfrage aus dem Chat? Dann haben wir den Punkt schon jetzt abgearbeitet. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Reyer, sehr schön, dass Sie noch bei uns sein konnten für diesen Input. Und wenn sich noch weitere Fragen ergeben sollten, würden wir uns nochmal schriftlich an Sie wenden. Und auf jeden Fall. Und da war ja auch meine E-Mail, also gerne die E-Mail und einfach mich kontaktieren. Ich muss jetzt nur hier mich dann ausklingen, aber ich bin an der Sache natürlich hochinteressiert und gerne immer interessiert, in den Dialog zu treten oder auch da weitere Sachen noch anzuschauen und so. Ja. Vielen Dank.
Ja, recht vielen Dank. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir die Vorträge dann auch mit auf die Webseite stellen würden, als zum Nacharbeiten und zum Nachschauen, sodass alle auch nochmal sich das in Ruhe anschauen können. So, wir würden jetzt zum nächsten Vortragenden kommen. Das wäre dann Dietrich Mehl aus der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf. Er ist seit 2012 Leiter der Landeswaldoberförsterei und im Raum Templin und an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren ja im Mai bei ihm zu Gast mit der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie und haben uns mal angeschaut, wie er Buchenwälder bewirtschaftet und wie er mit dem Kiefernwald umgeht. Und er beschäftigt sich insbesondere mit integrativen Waldwirtschaftsmodellen und ich denke, wir werden da jetzt einiges dazu hören. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch sagen, diese Teller mit den Störchen, die stehen hier zum Essen, nicht zum Anschauen und zum Riechen, sondern die kann man durchaus essen. Und bevor es losgeht, möchte ich noch Folgendes sagen. Wir sind ja jetzt hier in der Runde der Teilnehmer, die hier im Raum sind. Also wenn jemand seine Zeit überzieht, also bei 10 Minuten gebe ich die gelbe Karte und bei 12 Minuten die rote Karte, sodass also, und dass man mal schauen kann, wie weit man ist. Und wenn man das nicht sieht, dass man schon zu weit ist, dann kann ich auch noch ein akustisches Signal geben, ja, zum Schluss. So, recht schönen Dank für die Bereitschaft. Und wir haben ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, heute hier ein paar Dinge vielleicht vortragen zu können, wo ich denke oder wo wir denken, dass das wichtig sein könnte für Perspektiven bezüglich Waldbewirtschaftung in Brandenburg. Im Prinzip ist es so, dass du die rote Karte schon heben kannst. Ich weiß, dass ich nicht mit der Zeit auskommen werde, weil in der Kürze ist es im Prinzip unmöglich, alle wichtigen Aspekte, die eigentlich Relevanz haben, anzusprechen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Wir schauen mal, wie weit wir dort auch durchkommen und ich hoffe sehr, dass wir auch in der Diskussion dann das eine oder andere auch noch ein bisschen besser erörtern können und zumal die Präsentation ja auch veröffentlicht werden, kann es vielleicht gar nicht schaden, wenn die eine oder andere Folie auch mehr dann da drin ist. Von mir aus könnte es starten mit der nächsten Folie. Was ich ganz wichtig finde, und das ist im Prinzip auch gleich eine Erwartungshaltung in die Runde beziehungsweise in Richtung Politik. Man muss Waldwirtschaft immer unter konkreten Zielsetzungen verstehen. Ich spreche heute über öffentlichen Wald, der per se ja eine Vorbildfunktion zu erfüllen hat. Trotzdem finde ich, dass wir dort konkreter werden müssen, auch von Seiten der Politik, was die Erwartungshaltung an so einen Betrieb zum Beispiel ist oder auch was an das Leistungsspektrum des öffentlichen Waldes anbelangt. Ich finde es nach wie vor richtig und wichtig, sich dazu zu bekennen, Holz zu produzieren in unseren Wäldern, auch im öffentlichen Wald. Ich sage das ganz bewusst, weil es inzwischen, glaube ich, auch sehr polarisierende Diskussionen zu diesem Punkt gibt. Von Stilllegen ist am allerbesten bis dahin, dass Holzbauoffensive und Energiewende, wozu der Rohstoff Holz sozusagen in großem Maße beitragen kann und das Ganze unter Umständen zulasten des Ökosystems Wald. Insofern finde ich es ganz wichtig, dass das ausbalanciert werden muss. Deswegen steht hier auch, dass für uns in Reiersdorf und auch im Landesbetrieb Forst Brandenburg ganz wichtig und klar ist, dass wir sowohl als Ziel die Produktion von Holz haben, aber auch als gleichberechtigtes Ziel alle anderen Aspekte, und das soll jetzt hier mit diesem Biotopbaum verdeutlicht werden, für uns gleichberechtigt wichtig sind. Weshalb das so ist, da habe ich jetzt keine Zeit, das alles vielleicht so gänzlich auszuführen. Neben der Erwartungshaltung, die Gesellschaft an Wald hat, braucht auch ein gesunder Wald eine Vielfalt an allen möglichen Strukturen und Elementen. Und die müssen wir, glaube ich, bewusster und besser berücksichtigen, als wir das bislang letztendlich getan haben. Ein wesentliches Element ist
Und das versuchen wir in Reiersdorf sehr großflächig umzusetzen. Der eine oder andere, der hier in der Runde auch sitzt, versucht das auch in seinem Zuständigkeitsbereich. Für uns ist völlig klar, dass das Altersklassenmodell, Kahlschlagswirtschaft und solche Dinge nicht zeitgemäß sind, sondern dass wir zu dauerwaldartigen Bewirtschaftungsmethoden übergehen müssen auf der großen Fläche. Hier sind mal ein paar Beispiele aus unseren Buchenwäldern dargestellt, die sehr vorratsreich sind, die sehr strukturreich sind, wo also alle möglichen Waldentwicklungsphasen sich auf relativ kleiner Fläche ineinander verzahnt befinden und damit letztendlich auch sichergestellt werden kann, dass neben der Produktion von wertvollem Holz auch alle möglichen Lebensraumansprüche von Arten und Pflanzengesellschaften und so weiter sich realisieren lassen. Professor Ibisch sitzt neben mir, ist verantwortlich im Prinzip für diese Grafik, die die Verbindung oder die zeigt, weshalb uns das noch besonders wichtig ist, dass wir im Zusammenhang mit dauerwaldartiger Bewirtschaftung und einer relativ hohen Vorratshaltung arbeiten wollen. Es hat nämlich ganz unmittelbaren Einfluss auf das Waldinnenklima. Ich weiß nicht, ob du dazu Dinge sagst, denn halte ich mich jetzt hier kurz. Es ist also ein ganz klarer Zusammenhang erkennbar zwischen Vorratshöhe und klimatischen Effekten im Wald, also im Waldinnenklima. Ganz allgemein und pauschal kann man sagen, je höher der Vorrat, desto gedämpfter die Temperatur. Und das hat natürlich Konsequenzen für Waldbewirtschaftung. Wir versuchen grundsätzlich und im Prinzip überall mit Naturverjüngung zu arbeiten und in sanften Eingriffen einzelbaumweise Nutzung zu realisieren. Die nächste Folie gleich mal bitte. In Buche, das Bild eben, ist das den allermeisten vielleicht auch nachvollziehbar. Wir versuchen es aber auch, und zwar in großem Maße in unseren Kiefernforsten zu realisieren. Das ist hier ein Bild, wo sich auch, wenn das Thema Jagd, zu dem komme ich hoffentlich noch, die Dinge auch ermöglicht, sich relativ schnell eine ganz vielfältige Baumartenmischung einstellt aus Birke, Eiche, Eberesche, Buche, auch Kiefer und verschiedenste andere Baumarten. Ich betone das deshalb, weil wir uns dafür diese Dinge Zeit nehmen müssen. Denn das Ergebnis ist immer ein besseres, als mit großem Aktionismus sozusagen und ich sag mal übertriebenen Pflanzaktivitäten ja wieder schematische Waldbestände zu begründen. Hier entsteht Vielfalt. Die Alternative dazu ist ein relativ gleichförmiger Wald. Wir lösen eine Baumart durch eine andere unter Umständen ab. Es bedeutet nicht, dass wir überhaupt nicht pflanzen wollen. Es ist also durchaus sinnvoll, solche Waldbereiche auch zu ergänzen mit Baumarten. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo weit und breit keine Mutterbäume vorhanden sind, wo man vielleicht auch dazu gezwungen ist. Aber man sollte sich die Zeit nehmen, solche Prozesse im Wald auch abzuwarten. Was damit verbunden ist, ist natürlich auf großer Fläche eine relativ drastische Baumartenveränderung, die Folgen hat für die zukünftige Verwendung von Holz. Kalamitätsflächen, auch die haben wir allerdings nur in Fichte. Die wenigen Fichtenbestände, die wir in der Oberförsterei haben, verabschieden sich im Prinzip. Sie sind auch alle völlig standortsfremd angebaut, im Regelfall auf Niedermoorstandorten. Dort verabschiedet sich die Fichte und auch dort warten wir auf großen Flächen ab, was macht die Sukzession. Und wie man hier sehen kann, entwickelt sich relativ schnell ein sehr üppiges Bild. Wir sind auch zunehmend dazu übergegangen, diese Bereiche nicht mehr gänzlich zu räumen, sondern auch die Effekte, die hohe Totholzmengen auf solchen Flächen also mit sich bringen, durchaus bewusst auszunutzen. Ja, Integration von Naturwaldelementen, hier nur mal an dem Beispiel von Totholz angesprochen.
Ich finde auch, dass wir dort konkreter werden müssen, was die Erwartungshaltung ist und auch was die naturschutzfachliche Erfordernisse sind. Wir wissen das für Buchenbestände relativ genau. Für Kiefernforsten und alle anderen möglichen Waldgesellschaften wissen wir dazu nur unzureichend Dinge. Für uns ist prinzipiell klar, dass wir in hohem Maße Totholz in Wald belassen. Alles, was sich bei uns von Natur aus ergibt, verbleibt im Wald. Wir haben sehr hohe Aufarbeitungsgrenzen, sodass wir also auch viel Holz im Wald ganz bewusst belassen. Und auch das hat, und insofern auch der Appell in Richtung Politik, das hat natürlich Konsequenzen bezüglich der Erwartungshaltung, wie viel Holz kommt aus diesem Landesbetrieb. Energieholznutzung, zur Selbstwährung will ich gar nicht viel sagen. Energieholznutzung, also das Hacken von Kronenholz oder Schwachholz für die Pelletsherstellung oder für die Heizkraftwerke, das haben wir bei uns gänzlich eingestellt, weil ich wichtig finde, dass diese Dinge im Wald verbleiben, um einfach auch die Nährstoffnachhaltigkeit in diesen in unseren Waldbeständen zu unterstützen. Aber es muss auch dazu ein klares politisches Bekenntnis geben, dass das so auch gewollt ist, weil auch das hat natürlich Konsequenzen bezüglich Versorgung der verschiedensten Abnehmer in diesem Segment. Wasserrückhalt, ganz wichtiges Thema, für uns ganz essentiell. Immer wo Wasserrückhalt im Wald möglich ist, machen wir das prioritär und auch zu Lasten der Nutzbarkeit von verschiedensten Waldbeständen. Das ist lange Zeit in der Diskussion gewesen. Aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, nächste Folie bitte, was für Auswirkungen ein oftmals sehr kleinteilig oder kleinräumige Erhöhung von Wasserständen in Seen, in Mooren und so weiter hat. Hier kann man das also sehen, die Wirkungen sind 20, 30 Kilometer tief in die Wälder hinein. Dann ist es also allemal gerechtfertigt, dort auch sozusagen dieses Ziel sehr prioritär zu verfolgen. Das ist mal modellhaft. Mal eins zurück, bitte. Modellhaft dargestellt, das dunkle Blaue, dort ist der große Döllensee. Der ist Wasserstand erhoben und wie weit das sozusagen in die tiefe Schorfheide wirkt. Ich bin auch gar nicht so. Ja, Schalenwildmanagement. Ich hoffe, da kommen wir noch in der Diskussion dann auch drauf. All die Dinge, die ich jetzt so angerissen habe, funktionieren nur, wenn wir uns alle darüber einig sind, dass die Schalenwildbestände sozusagen so reguliert werden müssen, dass Waldverjüngung auch ohne Zaun in größtmöglichem Maße funktioniert. Auch da gibt es im Moment ein paar Tendenzen, dass an der einen oder anderen Stelle gesagt wird, im Prinzip geht das auch alles ohne Jagd. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es nicht ohne gehen wird. Vielen Dank dann bis hierher. Bitte wieder ausschalten. Ja, recht schönen Dank. Erst mal soweit. Wir haben jetzt noch 4 Minuten für Nachfragen. Gibt es aus dem Raum hier Nachfragen zu dem Vortrag? Herr Schleinitz, genau, ich wäre drauf gekommen. Ja, Schleinitz, mein Name, Forstbetriebsgemeinschaft Wörsickendorf. Wir haben auch das Pech mit den Fichten, dass die großflächig absterben. Wir haben ein Waldstück gehabt, da ist 1 Hektar komplett abgestorben. Wir haben uns entschieden, das Kronholz nicht aus dem Wald rauszuräumen. Sie sagten, Totholz wollen Sie im Wald lassen, auch das Holz von Käferfichten. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt die Frage. Achso, ja. Das abgestorbene Holz belassen wir in großem Umfang inzwischen im Wald. Das ist ja waldschutzmäßig nicht mehr relevant. Da ist der Käfer ja schon längst raus und insofern belassen wir es also auch im Wald dann. Zu großen Teilen jedenfalls. Ja, haben wir auch so gemacht.
Trotzdem war die Empfehlung vom Landesbetrieb für Forst. Wir wollen jetzt nicht in die vertiefte Diskussion einsteigen, nur nachfragen. Da fragt man sich aber, warum wird er gefördert, das Holz rauszunehmen? Ist denn auch die Meinung denn, die vertreten wird im Land? Nee, wir beantworten jetzt nicht. Wir machen nur Nachfragen. Okay. Wir sind hier diszipliniert weiter. Ja? Gut, die Frage ist berechtigt. Vielleicht können wir die nachher nochmal aufgreifen. Ja? Also kurze Nachfragen, weil die anderen Vorträge wollen wir auch noch hören. Wir haben auch im Chat noch eine Nachfrage. Wir hatten uns eigentlich geeinigt, dass wir immer abwechselnd die Nachfragen stellen. Also jetzt wäre eine Nachfrage aus dem Chat erstmal möglich. Genau, im Chat gab es die Nachfrage, wie gehen Sie mit spätblühenden Trauben, Kirsche und Robinie um, von Ferdinand von Lochow. Wir haben auch nennenswert Fläche mit spätblühender Traubenkirsche. Wir haben inzwischen viele Bilder, die zeigen, dass sie, ohne dass wir sie uns herwünschen, sehr hilfreich sein kann beim Waldumbau, weil sie nämlich dazu beiträgt, Waldinnenklima zu verbessern. Und wir nutzen die Traubenkirsche als Schattenspender, als zum Bewahren von Waldinnenklima und unterpflanzen sie im Zweifel, wenn die Natur das nicht selber macht, was sie zum Teil auch tut, mit Buche. Und man kann sich bei uns gerne, und wir haben mit Isabel sowas ja auch angeschaut, dann die Bilder angucken, was da für, ja, für sich auch relativ gut Waldumbau realisieren lässt unter diesen Situationen. Ich behaupte nicht, dass das an jeder Stelle und unter jedem Standortsverhältnissen funktioniert. Bei uns haben wir aber inzwischen gute Ergebnisse damit. So, ich würde jetzt noch eine Anfrage hier zulassen. Sagen Sie kurz Ihren Namen. Klaus-Peter Gurst, Landkreis Teltow-Fleming. Wenn es immer heißer und immer weniger Niederschläge geben wird, müsste man da nicht nachhelfen. Naturverjüngung ist eine Sache, aber müsste man nicht Baumarten denn bevorzugen, wie zum Beispiel Robinie, die eben auch eine sehr hohe Resistenz hat und für die Volkswirtschaft vielleicht auch einen hohen Nutzen hat, die eigentlich ein bisschen verachtet ist. Ich will jetzt gar nicht einsteigen in eine Bewertung von Baumarten. Für uns steht im Vordergrund, dass wir die Potenziale, die sich von Natur aus mit unseren heimischen Baumarten bieten, die wir noch lange nicht ausgeschöpft haben. Die Palette ist ja viel, viel größer, als wir sie aktuell im Wald erleben können. Und ich vertraue sehr darauf, gibt es viele Belege auch inzwischen dafür, dass es Anpassungsfähigkeiten unserer Baumarten gibt, sich auch an die klimatische Entwicklung anzupassen. Wir lassen ihnen oftmals nur nicht diese Zeit und diesen Raum. Auf der anderen Seite ist ja nichts dagegen zu sagen, auch zu probieren, was mit der einen oder anderen Baumart vielleicht auch gehen könnte, um sie vielleicht sukzessive als Ergänzung vorzusehen. Aber unser Schwerpunkt ist ganz klar und die Bilder, die bei uns im Moment vorhanden sind, stimmen uns auch optimistisch, dass unsere heimischen Baumarten einen sehr, sehr großen Beitrag auch leisten können für im zukünftigen Waldumbau oder Waldaufbau. So, recht schönen Dank für diese Runde jetzt erstmal. Jetzt kommen wir zum nächsten Vortrag, nämlich Oliver Frank, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Altgolzen-Mahlsdorf-Sellendorf. Und er ist hier tätig als selbstständiger Forstingenieur und ja, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft, hat in Brandenburg bisher 500 Hektar aufgeforstet und rund 1000 Hektar Waldumbau betrieben oder umgesetzt. Und ich freue mich auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich versuche ein wenig die kleine Forstbetriebsgemeinschaft, die ich vorsitze, sozusagen zu beschreiben, anhand ein paar Texten und ein paar Bildern. Bin ich schon, ist ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Ach, ich muss noch darüber. Da. Gut. Und ja, schauen wir mal, was ich da mitgebracht habe. Die Ausgangssituation unserer Forstbetriebsgemeinschaft war folgende, wie viele andere in Brandenburg auch. 1992 gründeten sich die ersten Forstbetriebsgemeinschaften, meistens auf Revierebene. Ein Revierförster hat Waldbesitzer angesprochen, die haben sich zusammengefunden und so war eine Forstbetriebsgemeinschaft, wenn sich 7 Leute finden, geboren. Die wurde ernannt und wird ernannt von der Forstverwaltung. Wir sind eine kleine FBG aus 3 Dörfern und sind es bis heute und haben zurzeit 285 Hektar Wald in der Forstbetriebsgemeinschaft
mit 57 Mitgliedern, durchschnittliche Waldgröße 5 Hektar. Der Zuwachs errechnet sich im Prinzip mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 5 Festmeter pro Jahr und Hektar. Und wir haben es geschafft, letztes Jahr unsere Waldflächen PEFC zertifizieren zu lassen, um halt auch den Waldbesitzern die Prämie, die vom Bund angeboten wird, für nachhaltige Forstwirtschaft den Zugang da für die Waldbesitzer zu schaffen. Die Hauptbaumart ist wie vielen Flächen in Brandenburg die Kiefer mit 90% gleichaltrig, einschichtig, überbestockt. Zum Glück weiß man, dass auf diesen Böden, wenn man noch genau hinschaut, auch anderes möglich ist. Ich will jetzt gar nicht noch näher eingehen. Wir haben halt in unserer Ecke zwischen Barut, Golzen und Dahme haben wir sehr unterschiedliche Standorte von Abflussrinnen. Vom Fleming haben wir gute Böden bis sandüberlagerte Flächen in der Niederung, die sehr arm sind von den Böden. Somit haben wir eigentlich fast die gesamte Palette an natürlichen Waldgesellschaften, die so südlich von Brandenburg vorkommen. Von südlich von Berlin vorkommen, danke. Und und ein paar kleine Ecken kann man sich sozusagen anschauen, wie Wald aussehen könnte, wenn man ihn sozusagen nicht mit Kiefer bestockt hätte. Waldumbau ist bei uns zurzeit auf etwa 95 Hektar möglich. Wir haben also Waldflächen, also Kiefernforsten, die älter als 80 Jahre sind. In diesen bietet sich sozusagen ein sehr günstiger Waldumbau, aktiver Waldumbau an. Von diesen 95 Hektar haben wir in den letzten 12 Jahren 45 Hektar Waldumbau machen können, überwiegend mit Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde, Rotbuche, Vogelkirsche. An den Rändern haben wir natürlich auch versucht, natürliche Waldränder zu etablieren, was leider unter Wald meistens sehr schwierig ist. Da wäre manchmal ganz günstig, wenn man ein Stückchen Acker mit aufforsten könnte. Zusätzlich sind 15 Hektar Erstaufforstungsflächen in den Gemarkungen entstanden, wovon etwa 60% Mischbestände aus Laubholz sind. Was tun wir, um unseren Wald klimastabiler, resilienter zu bekommen? Wir versuchen, die Waldflächen, also diese einschichtigen, meistens sehr eng gestockten Flächen sozusagen zu durchforsten, zu pflegen, eine Kronpflege zu betreiben. Und in den meisten Fällen bedarf es gar nicht mehr, als noch einen Zaun zu setzen und schon kommt die Verjüngung. Was, wenn man in Eberswalde 92 studiert hat, bei uns Studenten immer das war, Faktor 1 lassen wir außen vor, weil das ist immer das Problem mit zu viel Schalenwild im Wald. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren an der Stelle nur in ganz wenigen Ecken Brandenburgs geändert. Leider in unserer Ecke, in unserer Forstbetriebsgemeinschaft nicht. Das ist ein Bild etwa 50-jähriger Kiefernwald, in dem Fall ein bisschen jünger als das, was ich gesagt habe mit den 80 Jahren. Wir haben hier überall schon Heereichen drin, die Birke fliegt an, angrenzend von der Bundesstraße fliegt Spitzerhorn an. Dort ist sogar ein bisschen Elsbeere in dieser Allee und selbst die Elsbeere fliegt in diesen Waldflächen an. Hier war ein Bestand, der ist jetzt deutlich älter als 80 Jahre, der ist jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Waldumbau. Die Struktur, man sieht natürlich unten im Unterstand sozusagen, also in den Nachwuchs, noch einen sehr hohen Kiefernanteil. Aber wenn man sich es ganz genau anguckt, steckt da überall Laubholz zwischen, das halt sich sozusagen zwischen den Kiefern und Birken da durchschiebt. Ich zeige Ihnen mal so jetzt ein paar Waldbilder, die da so bei uns so möglich sind. Das ist eine Waldfläche, die ist vor 5 Jahren angefasst worden, auch etwa 100-jähriger Kiefernwald, durchforstet. An einer Ecke, jetzt, wo es jetzt ein bisschen lichter ist, damit man ein gutes Foto machen konnte. Wir haben aber nicht überall so stark aufgelichtet, weil diese Fläche oben auf dem Fleming steht, also auch sehr windexponiert ist. Und da die letzte Pflege wahrscheinlich so 25 Jahre her ist, haben wir dort eigentlich mäßig eingegriffen. Was interessant ist, alles, was man hier im Vordergrund sieht, ist alles Heereichen. Die haben wir gar nicht gepflanzt. Die sind von alleine gewachsen. Und das nächste Bild zeigt die gleiche Fläche nebenan, ist der gleiche Bestand, das trennt nur einen Weg. Also keiner kann mir sagen, der Standort wäre da anders. Wir haben die Fläche in dem Fall nicht mit eingezäunt, weil wir auch eine Möglichkeit dem Wild lassen wollten, zu queren. Sonst hätten die uns möglicherweise auch die Zäune zerrissen. Man sieht ganz deutlich im Vordergrund die Heereichen, die haben es halt eben bis jetzt nicht geschafft, aus dem Eser zu wachsen. Hier haben wir das
Beispiel, was einer hier aus dem Raum gerade auch gesagt hatte mit der Fichte, das traurige Beispiel, auch bei uns gibt es ein paar kleine Fichtenaufforstungen, also aus den Nachwende- oder Kurzvorwende-Bereichen, so 40-jährige Fichte, die hat halt jetzt der Käfer gefressen. Da stehen jetzt noch so ein paar Restbestände, aber wenn man jetzt hingeht, sind die wahrscheinlich auch schon braun. Es war sozusagen noch ein Wunsch, diese letzten Fichten dort stehen zu lassen, aber jetzt sind sie auch schon Totholz. Wir haben die Fläche jetzt angefangen zu unterbauen, in dem Fall mit Eiche, Buche, auch was ich schon sagte, mit den Baumarten, die bei uns eigentlich gut vorkommen. Und es wird sich auch vieles von alleine anfinden, da bin ich mir ganz sicher. So, wo wollen wir hin? Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Wir wollen möglichst stabile Forsten aufbauen, die dann natürlich ein guter Übergang sind für natürlichen Wäldern. Also wir wollen anfangen, sozusagen auf den Einzelbaum herauszukommen. Wir wollen stabile Einzelbäume im Wald haben, also Kiefern in dem Falle, die einen guten Kronenaufbau haben, die einen guten Zuwachs dadurch haben, eine gute hohe Vitalität, hoffentlich sturmsicher sind und vielleicht, was wir nicht alle wissen, auch relativ klimaresilient, also sprich möglichst ein großes Wurzelwerk aufbauen können, um halt auch in trockenen Jahren durchzuhalten. Idealzustand wäre natürlich Mischung im Wald und keine Reinbestände. Mischung natürlich aus Laubholz und Nadelholz, denn auch der kleine Privatwaldbesitzer will irgendwas ernten. Und wenn wir dem kleinen Privatwald sagen, pflanz doch bitte nur Eiche, dann wird die dritte oder vierte Generation Eiche ernten können oder auch nutzen können. Der Rest guckt sich die Bäume an und muss halt zuschauen, wie er von seinen laufenden Kosten aufgefressen wird. Wälder sollten bei uns möglichst ungleichaltrig und statt gleichaltrig sein, mehrschichtig und statt einschichtig, locker und licht statt gedrängt und dunkel. Also das sind so unsere Vorstellungen von der Waldbewirtschaftung. Und wir versuchen natürlich, das durch aktive Pflegemaßnahmen halt auch zu fördern. Witterungsverlauf 2018. Ich denke, jeder Waldbesitzer, der in der Zeit im Wald war, wird gemerkt haben, dass irgendwas hier nicht stimmt. Also unsere Wälder haben in der Zeit meines Erachtens, also ich würde sagen, geschrien, wenn sie schreien hätten können. Ich versuche dann immer, möglichst in der Zeit nicht in den Wald zu gehen, weil ich diesen Krach nicht hören kann. Ich gehe da meistens immer so 3 Tage nach, wenn es geregnet hat, wieder in den Wald, und um das wieder auszuhalten. Das ist halt dann auch besser einzuschätzen, was dem Wald dann fehlt und was man machen könnte. Und man überlegt sich halt, was kann ich tun, welche Ziele kann ich sozusagen entwickeln, um halt diesen Wald klimastabil, klimaresilienter zu bekommen. Die vor mir vorgetragenen haben ja schon einige Beispiele oder haben zumindest gesagt, wo es hingehen könnte. Und ich, ganz ehrlich, ich bin Forstingenieur und kann mir nicht vorstellen, dass 2100 sozusagen so mit unseren jetzigen Baumarten möglich ist, weil ohne Wasser geht eben auch kein Wachstum. Und es ist halt schwierig abzuschätzen, was halt man dann seinen Waldbesitzern empfehlen kann, auf was man da setzen kann. Strukturelle Schwierigkeiten in der FBG. Ich weiß nicht, habe ich schon gelbe Karte? Ja, jetzt kommt die gelbe Karte. Nur ganz kurz, das sind halt teilweise strukturelle Schwierigkeiten, Waldbesitzer zu überzeugen, ihren Wald zu pflegen. Dieses Bild ist eigentlich leider etwa auch der Hälfte unserer Waldbesitzer zu sehen. Ich kann dort ja nichts tun, wenn der Waldbesitzer nicht sagt, er möchte ganz gerne, beziehungsweise er will nicht, sondern ich kann halt nur was tun, wenn er auch das möchte. So sieht es halt dann auch aus. So 30-jährige, 40-jährige Kiefer. Ganz kurz vom Einfachen zum Schlechten. Wir sind halt 30 Jahre als FBG nächstes Jahr. Ich suche eigentlich seit 2 Jahren jemanden, der meinen Vorsitz übernimmt. Bin sozusagen nur noch pro forma da. Der Vorstand wird nicht größer, sondern eher kleiner. Das sind sozusagen die Probleme, die man so in so einer Forstbetriebsgemeinschaft hat. Viele Mitglieder sind eigentlich nur da, weil sie eine Waldbrandversicherung haben wollen und sonst nichts. Ich sage das mal jetzt ganz böse, Mitglieder ohne Anspruch, letal, egal, irrational. Ich kann es nicht mal nachvollziehen, wenn der Wald so aussieht, wie er aussieht und es passiert nichts. Ja, und dann gibt es die ganzen anderen Schwierigkeiten, die man noch hat als kleine FBG. Forstliche Dienstleister kommen erst ab 20 Hektar Waldpflege mit der Maschine. Die Holzpreise sind natürlich immer am untersten Ende, wenn ich mit jemandem verhandle über einen Holzpreis, weil wir haben halt eben nur die
sage ich mal, 35 Hektar im Jahr Durchforstung. Fördermittel sind kompliziert zu beantragen. Da reicht manchmal ein Diplom nicht. Behörden sind chronisch unterbesetzt in den Fördermittelstellen. Fördermittel fließen nicht ab, müssen vorfinanziert werden. Forstliche Beratung, hatte ich schon gesagt, teilweise nicht zielführend für den kleinen Privatwald. Was nützt mir ein Waldumbau mit 100% Eiche? Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, also das bringt keinen Punkt für den Waldbesitzer. Da müsste eine Lösung her. Also das wäre zum Beispiel jetzt für die Diskussion. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Jagd. Ich werde es noch mal kurz niedersagen. Wir haben ein Feudaljagdsystem in Brandenburg, leider in ganz Deutschland, wo wir als Waldbesitzer, die unter die 75 Hektar zusammenhängende Waldfläche, haben wir keine Möglichkeit, auf meiner Fläche oder auf den Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft zu jagen. Wir sind abhängig von Pächtern, von Eigenjagdbesitzern. Wir haben sozusagen, ja, es kommt einer Enteignung gleich. Ich muss alles einzäunen. Und das ist auch noch so ein tolles Ding, was nach der Wende entstanden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, Bodenreformland. Wenn man sich das anguckt, ist es unbewirtschaftbar. Das sind 20 Hektar breite Streifen, teilweise nicht mal parallel zueinander gezogen. Der Wald ist seit 30 Jahren unbewirtschaftet. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll da. Gut, ich glaube, wir enden an der Stelle und ja, gehen in Diskussion. Danke. Echt schönen Dank. Das tut mir richtig leid, dass ich das jetzt abbrechen musste, aber wir wollen ja noch wenigstens die Möglichkeit für zwei Fragen geben. Einmal hier aus der Runde. Hat jemand eine Frage an Herrn Frank? Herr Frank, ich würde hier mal eine Frage stellen. Wir kennen uns privat, das ist mir ein bisschen schwierig. Wie würdest du denn die... Bitte den Namen kurz sagen. Herr Martin Krüger vom Bund Deutscher Forstleute. Wie würdest du denn die Zukunft der Forstbetriebsgemeinschaften in Brandenburg einschätzen? Dazu möchte ich gleich sagen, dazu werden wir ein Fachgespräch im Umweltausschuss Anfang Januar haben. Vielleicht können wir das vertagen. Da wird Herr Frank auch auftreten. Ich versuche eine ganz kurze Antwort zu geben. Forstbetriebsgemeinschaften müssen auf alle Fälle strukturell aufgestellt sein. Also es geht nicht auf Revierebene, es geht auch nicht auf Jagdgenossenschaftsgröße. Es gibt gute Beispiele in Westdeutschland. Es gibt auch einige Beispiele in Brandenburg, südliches Brandenburg. Oder auch im Norden gibt es schon größere FBG. Und die Leitung und die Geschäftsführung und die ganzen Dinge, die da dranhängen, die müssen auch nochmal überdacht werden, wie man sowas hinbekommt. So, die Frage war jetzt beantwortet. Gut, die Meinung. Haben wir noch eine Frage im Chat? Es gab eine Frage von Carsten Lessner vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, Klimaschutz, die, glaube ich, aber schon teilweise beantwortet wurde. Da ging es nochmal um die jagdlich verpachteten Flächen und der Frage, ob die Jagdgenossen nicht überzeugt werden können, eine Eigenbejagung durchzuführen und nicht mehr zu verpachten. Es gibt in Brandenburg bis jetzt erst eine Jagdgenossenschaft, die ab nächstes Jahr mit der Eigenbejagung startet. Die ist zum Glück fast bei mir um die Ecke. Ich werde mich dort jachtlich sehr aktiv einschalten. Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage. Na gut, eine letzte Frage lassen wir noch zu hier aus dem Raum. Manfred Lütkepol vom NABU Brandenburg. Bei uns im NABU gibt es die Idee, dass man fordern müsste, die Jagdbezirke zu verkleinern, sodass eben auch kleinere Waldbesitzer auf ihren Flächen selbst jagen könnten. Wie würden Sie das sehen? Kann ich nur unterstützen. Ich sage mal so, wir haben es noch nicht ausprobiert und wir haben seit 1850 ein einheitliches Jagdsystem und ich denke mal, vielleicht versuchen wir es doch einfach mal. Ich meine, in Berlin werden Wildschweine unter den Eichen unter einem Hektar geschossen. Natürlich muss man da Unterstützung haben. Aber ich denke mal, wenn man einen Hektar als Größe zum Beispiel annimmt und man sich untereinander abstimmt, sollte es doch keine Schwierigkeit geben. Kann man nicht so weit schießen. Ja, und wenn der Wald sich gut verjüngt hat, kann man sowieso nicht mehr weit schießen. Dankeschön. Das war nochmal ein schönes Bild zum Schluss. Wir gehen mal
zum nächsten Vortrag, zum nächsten Input, nämlich von Professor Pierre Ibisch. Er ist ja bekanntermaßen Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und beschäftigt sich ja mit angewandter Forschung, Praxis und Politikberatung zum Naturschutz. Und er hat auch Projekte zu laufen zur Waldbegründung und Waldforschung. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Und bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, hier über Visionen zu sprechen für die Waldentwicklung. Letztlich möchte ich dennoch zunächst mit der Diagnostik beginnen, weil ich denke, dass eine Vision fußen muss auf der Realität, auf der Ausgangssituation. Das ist nichts, was formuliert werden kann, allein als Wunschliste und nebenbei auch nicht auf Grundlage von Modellierungsergebnissen. Dazu sage ich vielleicht später noch etwas. Die Diagnostik muss uns ein realistisches Bild geben davon, was ist. Das bezieht sich nicht nur auf die naturräumliche Ausstattung und auf die Ökosysteme, selbstverständlich auch darauf, wie Wald bewirtschaftet wird und Befunde, die es plausibel machen lassen, dass gewisse Dinge passieren könnten und uns auch überraschen könnten. Dieses Bild, was wir eben gesehen haben, ist aus dem Ballon aufgenommen worden, zeigt so ein bisschen ja schon die typische Situation in Brandenburg. Eine Dominanz von sehr naturfernen Waldbeständen. Nicht überall, wo Wald draufsteht, ist auch Wald dann zu finden auf den Flächen, teilweise vielleicht noch nicht einmal Bäume. Wir haben diese Dominanz der Nadelbäume, der Kiefer. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist schon relevant zu schauen. Trotz der hohen Waldbedeckung haben wir eine Fragmentierung der Waldbestände oder des Waldes in Brandenburg. Und vor allem die naturnäheren Wälder sind letztlich häufig kleine Relikte eingebettet in eine naturferne Matrix. Und ja, diese Diagnostik, die wir vornehmen sollten, bezieht selbstverständlich jegliche Datengrundlagen ein. Da bieten uns nicht nur die Inventuren und die Kenntnis der Bewirtschafterinnen vor Ort ganz viele Möglichkeiten, sondern letztlich auch die Fernerkundungsdaten und wo es sich, glaube ich, lohnt, auch auf die Einflüsse zu schauen, die gar nicht mit dem Wald direkt zu tun haben, etwa die Fragmentierung durch Infrastruktur, die Verinselung von Wäldern. Letztlich, wenn wir hineinzoomen in die Wälder, sehen wir aber auch hier letztlich eine Parzellierung, eine Zerschneidung, die gegebenenfalls auch Teil des Problems ist. Wir können Satellitenbilder benutzen, auch um Dynamik besser zu verstehen. Das tun wir viel zu selten, um nachzuvollziehen, wie schnell Änderungen passiert sind in der Vergangenheit oder auch nicht. Hier jetzt einmal ganz schnell ein beliebiges Bild aus einem Gebiet aus der Schorfheide, extrem homogen, nicht? Hochgradig gleichaltrig, eine Art hier im Wesentlichen solche Wälder prägend. Wir können bitte weiter. 2001, 2010, 2015. Da ist es inzwischen selbstverständlich möglich, zeitlich und räumlich hoch aufgelöst auch nachzuvollziehen, was auf den Flächen passiert ist. Und ich glaube, das ist relevant, um auch zu lernen, welche Behandlungen unter welchen Umweltbedingungen zu welchem Ergebnis geführt haben. Dazu gleich noch mehr. Diese homogenen Monokulturen sind vulnerabel, sie sind verwundbar. Das ist uns immer wieder vor Augen geführt worden durch verschiedene Formen der Kalamitäten. Waldbrand ist eine der extremsten. Da haben wir die Chance, gerade einiges zu lernen, auch durch diese großen Waldbrandflächen. Das tun wir im Projekt Pyrophob im Süden, in Treuenbrietzen, wo wir staunen dürfen, dass es ja eine Resilienz gibt im Waldökosystem, selbst nach solchen extremen Kalamitäten. Und wo wir ein Wiederaufwachsen eines Waldökosystems, das gänzlich andersartig ist als das, was vorher da war, passiert ist, und zwar unter schwierigsten Bedingungen, nämlich in diesen Extremjahren fast ohne Niederschlag.
Und wir müssen in der Diagnostik halt auch darauf schauen, wie wird umgegangen mit Flächen, auch nach solchen Kalamitäten, wo in der Tat Räumungen, Kahlschläge vorkommen und deutschlandweit sich auch in erheblichem Maße ausbreiten und wo Dinge passieren, die wir ja vielleicht nicht mehr für möglich gehalten haben und wo auch extrem stark eingegriffen wird in den Boden, in das Fundament des Waldes. Und da gibt es viele Praktiken, die, glaube ich, auf den Prüfstand gehören. Und das passiert alles weiterhin. Was ist, wenn bestimmte Praktiken, die bisher funktioniert haben, in der Zukunft nicht mehr tragen, wie etwa das Pflanzen von Bäumen, das Wiederbegründen von Kiefernmonokulturen, nachdem eine Kiefermonokultur abgebrannt ist, wie in Treuenbrietzen das versucht wurde. Schönes Bild hier, wo die gepflanzte Kiefer abgestorben ist nach wenigen Monaten und der nicht geplante Laubbaum, der sich von allein angesiedelt hat, tatsächlich hier aufwächst. Was ist, wenn tatsächlich uns Gewissheiten wegbrechen, wie etwa die vermeintliche Sicherheit der Kiefer, nicht? Das hatten Sie schon angesprochen ganz zu Beginn. Was ist, wenn auch diese Baumart tatsächlich mit den hohen Temperaturen nicht mehr zurechtkommt und die Veränderungen tatsächlich auch sehr abrupt passieren, wie das ja im Moment in weiten Teilen Deutschlands passiert und wo letztlich Modellierungsergebnisse uns nicht darüber informiert haben, dass das passieren würde, beziehungsweise wann. Und letztlich gibt es, glaube ich, mehr Datengrundlagen, die wir berücksichtigen können, um Frühwarnsysteme zu haben. Das sind hier Karten, ich kann jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, fast hier für diesen Event vorbereitet, gibt es aber dann demnächst auch publiziert, zeige ich gerade zum ersten Mal. Etwa durch die Messung der Grünheit des Waldes können wir nachvollziehen, wie sich Vitalität verändert, und zwar in jedem Jahr oder für Monate sogar. Und wo es spannend ist, tatsächlich jetzt einen Blick zu werfen auf diese Karte in Brandenburg. Die bunten Flecken sind Waldflächen und wo wir erkennen, dass die Vitalität sich extrem oder relativ stark abgesenkt hat, auch in Bereichen, wo jetzt noch Forsten stehen, wo noch Kiefern da sind. Hier in diesem Fall von 2013 bis 2020 in ähnlichem Maße fast zurückgegangen ist, diese Vitalität, wie in vielen Bereichen, wo Fichten inzwischen abgestorben sind. Also gibt es mehr Daten, als wir bislang nutzen für die Diagnostik. Das würde ich mir wünschen, auch vom Land, für die Berichterstattung, für den Waldzustandsbericht, dass es nicht nur basiert auf Beobachtungen, sondern dass wir diese quantitativen Datensätze nutzen. Ein Datensatz, mit dem wir viel arbeiten, betrifft die Oberflächentemperatur. Rechts auf dem Bild, das ist die Fieberkarte von Berlin-Brandenburg des Jahres 2020. Das ist nämlich, sind die Oberflächentemperaturen an den heißesten Tagen. Und wo wir vieles erkennen, könnte man jetzt eine halbe Stunde drüber gucken. Die heißesten Gebiete sind Tagebaue, urbane Flächen, aber auch landwirtschaftliche Flächen. Und die Wälder haben auch sehr unterschiedliche Temperaturen. Alles, was hier im gelben bis roten Bereich ist, ist überdurchschnittlich heiß. Und das ist jetzt der Durchschnitt. Am Ende sind aber Durchschnittswerte auch nicht relevant für Reaktionen in Ökosystemen. Manchmal sind es einfach absolute Extremwerte. Und wir haben halt verschiedene Messungen durchgeführt in Wäldern Brandenburgs und haben auch im Norden Brandenburgs ja an Extremtagen über 45 Grad gemessen im Wald. Und das können dann auch solche Killing Factors sein, die letztlich die Ökosystementwicklung in unvorhergesehene Richtungen treiben. Also Fieber in der Landschaft ist relevant. Wir denken, es muss wirklich zu einem Primat regelrecht werden, der globalen Entwärmung etwas entgegenzusetzen, solange es geht. Und das geht nur mit Gewässern und das geht mit Wäldern. Und Gewässer können wir nicht vermehren und kühler machen, aber bei Wäldern haben wir Möglichkeiten in der Hand. Das hängt mit der Größe zusammen, mit der Vitalität, mit der Kronenraumdichte, mit der Biomasse. Das ist schon angesprochen worden. Hierzu haben wir gearbeitet, publiziert, kann man später nachlesen. Wir haben Veränderungen gesehen, das lohnt sich selbstverständlich, das immer wieder nachzuvollziehen. Hier ein Erlenbruch im Jahr 2008 im Biosphärenreservat unter besten Bedingungen, Schutzbedingungen sozusagen, hier 2020. Austrocknung, das passiert halt trotzdem.
Und dennoch stellen wir fest, dass halt die naturnäheren Waldgebiete, hier jetzt außerhalb des Landes, Heilige Hallen, hoher Kronenraumschluss, viel Biomasse, sich besser gehalten haben, in diesen extremen Jahren über die Runden gekommen sind, als aufgelichtete Bestände oder intensiv bewirtschaftete Forsten. Und ja, es gibt diesen Begriff des Heißschlagens und das passiert allenthalben. In Deutschland, in Brandenburg und auch in Schutzgebieten, wie auf diesem Bild, vergessen Sie diese Altbuchen. Wenn die nächsten Jahre wieder wärmer werden, sind da praktisch keine Chancen mehr für dieses Buchenwald-Ökosystem. Weiter bitte. Ja, wir haben Wald, der unter schwierigsten Bedingungen zurechtkommen muss. Klar, das vielleicht das größte Sorgenkind letztlich, diese Monokulturen mit Böden, die völlig ausgetrocknet waren, extrem hohe Temperaturen, das korreliert dann auch noch. Und klar, je extremer das System sich entfernt hat von einem Waldzustand, desto stärker auch die Vulnerabilität. Wir haben es überall mit Rückkopplungen zu tun, so dass es der Kiefer natürlich dort schnell zu heiß wird, wo sie auch die Kiefer zu direkt ausgesetzt ist, diesen extremen Verhältnissen. Und dann kommt es auch dazu, dass bestimmte Situationen verharren. Das Ökosystem kann dann in stabilen Zuständen verharren. Es passiert dann keine Verjüngung mehr. Es ja, gibt keinen Wandel. Und das ist sicherlich die Herausforderung hier, ja, zu schauen, wie man das beschleunigen kann. Ein Kiefernforst, just der Oberförsterei Reiersdorf, der in ein Totalreservat geraten ist, zeigt, da tut sich was, da entwickelt sich auch ein neues Waldökosystem, aber es braucht Zeit. Das sind da hier Prozesse von Jahrzehnten und gegebenenfalls, das haben wir eben gesehen, kann das natürlich beschleunigt werden. Hier, das ist Schuld vom Dietrich Mehl, dass das so vielgestaltig aussieht, genau aus diesem Wald. Bitte weiter. Gegebenenfalls kann man auch und muss man Experimente machen, neue Wege gehen. Wir glauben in der Tat an die Bedeutung von Totholz für die Waldentwicklung als Strukturen, die den Boden kühlen, beschatten, auch letztlich bei Verbiss helfen könnten und tatsächlich eine Investition in den Boden darstellen. Und da sollte auch nicht ausgeschlossen werden, Totholz künstlich zu vermehren, was in Experimenten angelaufen ist und wo ich mir denken könnte, dass sich das günstig auf Bodenstruktur und Wasserrückhaltefähigkeit in Zukunft auswirken kann. Klimakrise, noch mal ganz kurz, da spitzt sich was zu, ja, rote Streifen, die Jahre des letzten Jahrzehnts. Und ich glaube, wir müssen auch begreifen, dass es nicht nur relevant ist, auf einzelne Jahre zu schauen, sondern die Krise, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, nach 18, geht ja auch darauf zurück, dass es eine Verkettung von Extremen gab und die gegebenenfalls auch nicht in Modellen abgebildet sind, weshalb es ganz schnell dazu kommt, dass das Ökosystem anders reagiert als vorhergesehen. Und das macht aus tatsächlich, dass wir mit größter Unsicherheit in die Zukunft gehen und uns deshalb nicht vornehmen können, eine bestimmte Baumartenzusammensetzung oder gar konkrete Zielbestandestypen ansteuern, wie das derzeitig noch vorgesehen ist, sondern wir müssen auch, kann auf dem Bild bleiben, ich kann hier die Vision abhandeln, zum Schluss bringen, kommen wir zurück, genau, müssen uns darauf einstellen, dass der Klimawandel auch nicht von einem Klima ins nächste führt. Das ist völlig irrelevant, welches Klima wir im Jahr 2100 haben, weil im Jahr 2110 gibt es schon wieder ein anderes. Ja, das wird eine fortwährende Veränderung sein, wenn wir den Klimaschutz nicht in den Griff bekommen. Das ist immer noch mal zu betonen, reden wir hier eigentlich nicht mehr über Wald in Brandenburg. So, und das heißt, im Moment müssen wir Zeit kaufen, so viel es geht, tatsächlich abrupte Veränderungen verhindern. Und das funktioniert nur, wenn wir mehr auf den Boden Acht geben, auf die Standortbedingungen, das Mikroklima, das Mesoklima, die Kühlung auf allen Ebenen. Und das wird bedeuten, dass wir diskutieren müssen, ob der Wald tatsächlich, um sich selbst resistent und resilient zu halten, so weit wie möglich mehr Holz für sich selbst benötigt. Und das bedeutet außerdem, dass wir Ökosystemleistungen priorisieren, die bisher nicht so richtig auf dem Plan waren. Dafür braucht es Förderung. Leistung muss sich lohnen, und zwar Waldökosystemleistungen.
dann auch für die Waldbesitzenden. Dazu gibt es Konzepte. Wir haben auch eins vorgeschlagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in diese Richtung weiter diskutieren könnten. Dankeschön. Ja, recht schönen Dank an Professor Ibisch. Ich war so gefesselt von dem Vortrag, dass ich vergessen habe, die gelbe Karte zu zeigen und habe dann die rote gleich hinterhergeschoben. Ich habe halt so den Verdacht, wir sollten das jetzt mit den Nachfragen mal lassen und sollten gleich in die Diskussion einsteigen, weil das ist eigentlich jetzt auch ein schöner Punkt, wo ich denke, da können wir eigentlich gleich so weitermachen. Vielleicht können wir auch die letzte Folie nochmal stehen lassen, wenn wir das wollen, oder... Dann sehen wir die Teilnehmer nicht gut, dann lassen wir das jetzt weg. Vielleicht kann man die eine oder andere Sache nochmal aufrufen. Ich würde jetzt doch vorschlagen, da die Zeit dran ist, dass Martin Hasselbach die Podiumsdiskussion hier eröffnet. Und wir haben ja gesagt, wir machen eine Diskussion einmal unter den Teilnehmern und zum anderen auch mit den Teilnehmern hier im Raum und im Chat. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren hier im Raum, wie auch an den Bildschirmen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Hasselbach, Vorsitzender des Forstausschusses, kurz wurde es genannt. Im zivilen Leben betreue ich auch ein forstliches Beratungsbüro. Das soll an dieser Stelle auch genügen. Ja, eine Podiumsdiskussion mit einem etwas kleineren Kreis, als wir die Impulsvorträge hatten. Das müssen wir nun mal aushalten. Aber viel schwieriger auszuhalten sind ja die Szenarien, die wir vorhin so gehört haben. Also wenn sich ein roter Faden durch die Beiträge zog, dann doch eher der, dass die Situation, so wie sie im Moment ist, egal ob wir uns im Landeswald oder im Privatwald befinden oder sagen wir, den Blick auf das Gesamtwaldgeschehen in Brandenburg haben, eher unbefriedigend sind. Und nichtsdestotrotz haben alle Vorredner auch quasi Vorschläge unterbreitet, wie Sie selber in Ihrem eigenen Bereich versuchen, damit umzugehen, dem zu begegnen und das System letzten Endes nicht zu kollabieren zu lassen, sondern weiter zu stabilisieren. Damit wir uns jetzt hier nicht langweilen bei einer kleinen Diskussion, erlauben Sie mir bitte die Funktion einer etwas spitzfindigen Frageweise hier in den Raum zu stellen. Ich behaupte jetzt einfach mal, Herr Mehl, Sie sind ja nun jetzt Oberförster, auch in einer doch reichlich bekannten Oberförsterei, die ja auch noch FSC-zertifiziert ist, über die viel auch gesprochen wird in den Fachkreisen. Sie haben vorhin ja mehrere Schlagworte auch gebracht. Ich habe es mir mal so kurz notiert, Waldumbau, der Dauerwald ist gefallen, Naturverjüngung ist gefallen, Jagd ist gefallen. Jetzt machen Sie doch einiges, wo alle dann so genickt haben, die Fachleute haben gesagt, ja, das könnte funktionieren. Warum machen das Ihre Kollegen nicht? Ich will gar nicht sehr darauf eingehen, auf diese Frage. Es gibt viele Kollegen, die viele gute Dinge machen. Wir machen unter unseren ganz konkreten Verhältnissen, die was mit Baumartenzusammensetzung zu tun haben, die was mit Schutzgebietssituationen zu tun haben, mit standörtlichen Verhältnissen, mit Projekten, die angeschoben sind, die wir unterstützen. Eins davon war Gläserner Forstbetrieb, aber es gibt das Buchenwaldprojekt und so. Und eine große Relevanz hat bei uns ganz klar einfach auch unsere Situation im Biosphärenreservat Schaufeide-Korin, wo einfach von vornherein auch klar ist, dass es darum geht, den Modellcharakter, den so eine Region haben soll, im Sinne von Man and Biosphere, dass wir uns an diesen Modellen beteiligen und Vorschläge machen, wie man diese Dinge zum Beispiel in Wald umsetzen kann. Das ändert nichts daran, oder das ist in anderen Regionen Brandenburgs und unter anderen Verhältnissen gibt es andere Herausforderungen. Und trotzdem ist es so, und da bleibe ich dabei, dass wir, was unsere Vorgaben, welche Leistung soll der Wald in öffentlicher Hand sozusagen erfüllen, sehr viel konkreter werden müssen und das auch überdenken müssen. Pierre Ibisch hat ein paar Dinge dazu ja ausgeführt. Das finde ich letztendlich ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen für das eine oder andere Beispiele zu liefern, wie sowas dann ganz konkret auch aussehen könnte.
Und deswegen probieren wir uns dort auch aus und haben auch als öffentliche Verwaltung und in unserer Situation eben auch dazu die Möglichkeiten. Gut, lasse ich so gelten. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Vorgaben der Politik müssen quasi vom Grundsatz her präziser werden, damit das Personal vor Ort eigentlich weiß, wo die Reise hingeht, welche Aufgaben zu lösen sind, wenn man das so verstehen darf. Nun, ich bleibe mal bei dieser Haltung, Herr Frank. Wenn der Landesforst mit einem Viertel der Waldfläche sagt, also wir haben eine Lösung gefunden, wir brauchen nur die richtigen Vorgaben, dann ist das ja eigentlich, wenn man das für Brandenburg betrachtet, die Stellungnahme einer forstlichen Randgruppe. Ja, ein Viertel der Waldfläche in Brandenburg ist ja nur dem Staat, dann haben wir noch ein bisschen Bundeswald. Aber der große Brocken ist ja eigentlich der Privatwald, der Körperschaftswald, der Kommunalwald, Stiftung Kirchenwald, was da alles mit dranhängt. Sind denn die Vorschläge, die Herr Mehl dort für seinen Wald unterbreitet hat, sind die denn überhaupt umsetzbar im Privatwald? Können Sie mit den Zielvorgaben überhaupt was anfangen? Das ist jetzt natürlich jetzt schon sehr schwierig zu sagen, weil der Privatwald ist ja auch nicht homogen, sondern wir haben halt von dem ganz kleinen Privatwaldbesitzer, der vielleicht 2 Hektar besitzt, bis zu dem Großprivatwald, der 2000 Hektar, gibt noch Waldbesitzer in Brandenburg, die noch viel mehr Fläche besitzen, Kommunen, die kleine und große Waldflächen besitzen, die jetzt erst seit kurzem sich selbst betreuen müssen, weil die Landesforstverwaltung den Kommunalwald im großen Bereich nicht mehr mit betreut, die sich das finden müssen. Ich denke, es ist, denke ich mal, es sind viele Dinge auf alle Fälle zu überlegen und mit zu überdenken, was man machen kann. Die Frage ist halt, was gibt es möglicherweise für Alternativen, wenn ich halt eben, sage ich mal, weniger Holzeinschlag machen darf und soll? Was gibt es für Möglichkeiten? Ich meine, es ist immer ein Eingriff ins Eigentum, das muss man berücksichtigen. Und ich glaube, wenn man miteinander redet und nicht gegeneinander redet, wenn man versucht, dem anderen zuzuhören und dem anderen das sozusagen so nach und nach scheibchenweise sozusagen so einträufelt, manchmal, ne? Das ist halt, ich stehe ja täglich sozusagen mit kleinen Waldbesitzern und größeren Waldbesitzern in Kontakt und bei dem einen merke ich, da beiße ich auf Granit, bei dem anderen habe ich offene Ohren und dann suche ich mir erstmal den, mit dem ich offene Ohren habe und nicht den, mit dem ich vorher auf Granit beiße und dann muss man halt gucken, dass denn, vielleicht guckt er ja auch mal über seinen Tellerrand und sieht dann vielleicht, oh Mensch, das sieht ja ganz gut aus dort. Und dann spricht man nochmal miteinander und dann kommt man vielleicht so nach und nach zu dem einen oder anderen auch. Also ich glaube, man kann es nicht sozusagen mit der Brechstange, das funktioniert gar nicht. Es muss halt gemeinsam und mit besten Beispielen vorangegangen werden. Und ich glaube, da kann man sich viel abschauen und die Waldbesitzer, die Interesse haben an einem ökologischen geführten Forstbetrieb, die werden da auch schon mal geguckt haben oder werden sich andere Waldbestände im Land Brandenburg angeschaut haben. Und es gibt ja zum Glück auch unter Privatwaldbetrieben schon einige Leuchttürme. Ja, und mehr kann man dazu nicht sagen. Oder weiß ich jetzt mal nicht. Ja, um mal jetzt auch da wieder im Bild zu bleiben, also wer sich nur im Lichtschein von Leuchttürmen bewegt, der betreibt ja bestenfalls Küstenschifffahrt. Also da würde ich doch sagen, Herr Professor Ibisch, das, was Sie vorhin an die Wand geworfen haben, dieses Mosaik dieser doch eher verinselten Wälder, die dieses Land ja doch weitestgehend prägen, jetzt mal von abgesehen, was weiß ich, von der Schorfheide, wo es auch tatsächlich große Blöcke gibt oder so etwas. Reicht das denn, wenn wir Leuchttürme haben, die quasi eine Waldwirtschaft betreiben, die tatsächlich vielleicht in der Lage ist, auch auf unterschiedlichen Standorten klimaresiliente Wälder zu produzieren oder ist das eigentlich viel zu klein gedacht? Sind diese Flächen überhaupt von einer gewissen Relevanz oder sagt man, nee, das von dort aus geht da eine Welle aus oder wie müsste man das einschätzen? Und natürlich ein bisschen spitz auch hinterher gefragt, was sagen Sie denn den Leuten, die sagen, nö, also klimaresilienter Wald, das wird schon alles nicht so, wir machen mal so wie bisher. Wie gehen wir mit denen um? Ich denke schon, dass es gut ist, Leuchttürme zu haben, weil Bewirtschaftende, die sich einlassen, auch darauf, nicht nur ja, Konzepte zu übernehmen, auszuprobieren und das auch nachhaltig
zu tun, sondern die sich auch in die Karten schauen lassen. Stichwort gläserner Forst, so wie Dietrich Mehl sich gläsern gemacht hat und sich von Wissenschaftlerinnen lange schon begleiten lässt und dann auch beraten lässt und wo tatsächlich das dann ein Zusammenwirken wird. Ne? Auch keine einseitige Beratung, sondern wo auch die Forschungsfragen dann aus der Praxis kommen. Das brauchen wir und zwar mehr solche Freilandlabore. Und das sollte uns auch wirklich was wert sein. Und die brauchen wir auch in Wäldern unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlicher Situation. Das braucht es, denke ich, sowohl auf Flächen, wo wir solche Kalamitäten hatten, wie in Treuenbrietzen, genauso wie eben in gemischten Wäldern, die jetzt gut dastehen, wo viel schon vorgearbeitet wurde, wie in Reiersdorf, um wirklich zu sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber nein, das reicht nicht. Wenn wir uns darauf beschränken, diese Leuchtturmflächen zu steuern oder eben da mit unserem Schiff hin und her zu tuckern, durch den Ozean der Monokulturwüste, fällt uns das ganz schnell auf die Füße. Also ich denke, wir sind jetzt wirklich ein bisschen in Zeitnot. Ich werde auch ehrlich gesagt jetzt langsam ein bisschen ungeduldig. Wir diskutieren Klimawandel und Wald seit langer Zeit in Eberswalde. Forschungsprojekte haben wir dazu durchgeführt, Dokumente publiziert. Und das war nicht vor 2 Jahren, nicht vor 5, nicht? Das war angefangen 2006, 2007 mit diesen Arbeiten. 2003 hatte uns ja eigentlich schon aufgescheucht, dieser Jahrtausendsommer. Und dann bloß, weil es wieder mal ein bisschen geregnet hat und ein bisschen kühler war, haben wir dann gedacht, so, nicht? Einmal Kiefer geht noch, einmal Fichte geht noch. Und irgendwie, also habe ich den Eindruck, viele legen da die Scheuklappen an und glauben, sie kommen irgendwie an dem Klimawandel vorbei. Und jetzt 2018, 19, 20 haben es weniger geglaubt, aber kaum haben wir mal wieder ein bisschen kühleres Jahr. Danke, La Nina. Denken alle so, es wird schon irgendwie gut gehen. 2021 ist ja im neuen Normal. Ich glaube das nicht, dass das neue Normal ist, weil wir die Beschleunigung sehen. Und nochmal, das ist nicht nur irgendwie eine Temperatur oder ein Durchschnittsniederschlag, es ist die Verkettung von ungünstigen Umständen, die uns schneller als wir glauben, auch in Brandenburg, die Forsten um die Ohren fliegen lässt. Gut, also Sie konstatieren quasi, wenn ich das mal so übersetzen darf, Förster planen zwar lange in die Zukunft, aber haben ein kurzes Gedächtnis. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle ein bisschen nacharbeiten, dass wir uns daran erinnern, wie quasi diese Klimaextreme, kann man ja sagen, tatsächlich uns auch nachhaltig prägen. Jetzt kriege ich schon das erste Zeichen für eine erste Fragerunde hier im Raum. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Dieser Waldbau, den Sie beschrieben haben, Herr Mehl, ist sehr anspruchsvoll. Es geht darum, dauerwaldartige Bestände zu erzeugen, die das ganze Ökosystem erhalten, die Bodenschutz betreiben, Wasserschutz, Kühle erzeugen und so weiter. Und möglichst sollen die auch noch möglichst große Teile der natürlichen Artenvielfalt von Wäldern erhalten. Das ist ein Waldbau, der uns vom NABU, uns als Naturschützern, auch sehr entgegenkommt. Als ich in den 1970er Jahren mein Forstwirtschaftsstudium gemacht habe, da hat die Ausbildung die Forstleute überhaupt nicht darauf vorbereitet, einen solchen Waldbau zu betreiben. Wie sieht denn das heute aus mit der forstlichen Ausbildung? Also werden die Forstleute tatsächlich darauf vorbereitet, dass sie so etwas dann auch leisten können? Das scheint mir doch eine Frage an denjenigen zu sein, der am meisten im Moment an der Hochschule unterwegs sein dürfte. Herr Professor Jibisch, bitte. Und dann Herr Mehl auch noch dazu, gerne. Oder so. Dankeschön für die Frage. Ich glaube, es hat sich vieles verändert. Das würden auch die forstwissenschaftlichen Kollegen von mir betonen. Die betonen das auch mir gegenüber, der ich ja nun aktuell mich bemühe, tatsächlich der konventionellen forstlichen Ausbildung noch einen weiteren Studiengang an die Seite zu stellen und so etwas wie ökologischen oder sozialökologische Waldbewirtschaftung zu entwickeln, die letztlich von anderen Konzepten ausgeht, letztlich vor allem vom Ökosystem. Und die ökologische Forschung und die ökologische Kenntnis erstmal in den Mittelpunkt stellt im Kontext der Klimakrise, in der wir uns jetzt bewegen.
und wo wir glauben, dass es einen Markt gibt, auch einen Arbeitsmarkt für Waldbewirtschafterinnen und auch eine Nachfrage von Waldbesitzenden, die haben wir nämlich schon, zum Beispiel auch von kommunalen Waldbesitzenden, die das verstanden haben und erkennen, dass mit dem Wald zu wirtschaften ist, für das menschliche Wohlergehen auch über die Versorgung mit Material hinausgehend. Und wo man vielleicht auch etwas kritischer noch auf die ökonomischen Zahlen schaut, wo man zu einer gesamtökonomischen Betrachtung kommt, nicht nur Wertschöpfung betrachtet, sondern auch Schadschöpfung, wo ja Aspekte diskutiert werden, die, die klar auch mit Eigentum wurde angesprochen, zu tun haben damit, wie betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte zusammenfließen müssen, nicht? Und das letztlich wichtig ist, dass der Gesellschaft in Zukunft das etwas wert sein muss, Wald zu haben, funktionierenden Wald. Und dass es da auch neue Modelle gibt der Bewirtschaftung und Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich bin überzeugt, auch über den Kohlenstoffmarkt hinaus. Und das gilt es zu entwickeln. Und insofern, glaube ich, gibt es dann Möglichkeiten und Notwendigkeiten, auch diese waldbezogene akademische Ausbildung zu entwickeln, und zwar schnell. Herr Mehl, das würde ja bedeuten, Sie haben das, was Sie dort in Reiersdorf entwickelt haben, eigentlich auch in Ihrem Studium mitbekommen und haben sich danach mit Ihren Kolleginnen und Kollegen nicht weitergebildet. Und deswegen sind Sie auch heute nicht in der Lage, das eigentlich fortzuführen. Oder sehen Sie das anders? Ich möchte gerne zwei Dinge sagen zu den Aspekten, die Herr Lütkepohl angeführt hatte. Also was uns relativ schnell klar geworden ist, ist, dass wir für viele naturschutzfachliche Aspekte viel zu wenig wissen. Und wir haben uns sehr schnell darum bemüht, auch mit Spezialisten sozusagen in den Wald zu gehen und uns da schlau zu machen. Wenn man so Konzepte, wie wir sie versuchen zu entwickeln, aufstellen will, dann muss man also auch sich dort entsprechend weiterbilden und so weiter. Das ist also dringend erforderlich und ist ein dauerhafter Prozess. Nichts bleibt stehen im Wald und so weiter. Klimawandel, all die Dinge werden uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Aber ich möchte einen Aspekt, weil ich nicht genau weiß, ob wir dazu noch Gelegenheit haben, ansprechen bezüglich des Stichwortes anspruchsvolle Waldbewirtschaftung. Das ist es ohne Frage. Und ich werde nicht Mühe neben der Feststellung, dass wir in hohem Maße auf natürliche Prozesse setzen, wo man ja leichtfertigerweise den Schluss ziehen könnte, naja, dann braucht es ja gar nicht so viel Input, zu sagen, dass wir den hochqualitativen oder anspruchsvollen Waldbau, den wir versuchen umzusetzen im Landesbetrieb insgesamt, sage ich jetzt auch einfach mal, das erfordert qualitativ gut ausgebildetes und in ausreichendem Umfang vorhandenes Personal. Weil es sind sicherlich oder Möglichkeiten da bezüglich Naturverjüngung Pflegekonzepten oder sowas auch extensivierte Modelle zu entwickeln. Aber die Baumartenvielfalt, die sich entwickelt, ein, zwei Bildchen habe ich davon versucht zu zeigen, die setzt voraus, dass die Revierleiter oder die Kollegen, die vor Ort tätig sind, auch Zeit bekommen, sich detailliert und einzelbaumbezogen mit diesen Dingen auch im Wald auseinanderzusetzen. Und das ist mir ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen, dass das Ausnutzen von natürlichen Prozessen nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wir uns sukzessive von der Fläche entfernen können. Ich glaube, es wird August Bier zugeschrieben, dass also für diese Wirtschaft, die dort betrieben wird, die berühmten 3J im Brandenburger Wald notwendig sind. Geld, Geduld und Jaist. Scheinbar muss das zusammenkommen, sonst funktioniert es nicht richtig. Herr Mehl, Sie ergänzen. Bei mir gibt es dann in diesem Fall noch ein viertes J. Das heißt Gewehr. Gut, das war quasi jetzt erstmal die Frage hier aus der Runde. Ich gucke mal rüber zur Online-Redaktion. Haben wir denn da auch schon noch mal eine Frage zu den Themen? Genau, es entfacht sich gerade eine kleine Diskussion im Chat, die da, glaube ich, ganz gut läuft. Ich würde gerne aber trotzdem auf zwei Dinge noch hinweisen. Einmal eher ein Kommentar, aber was auch gerne hier in der Runde nochmal kommentiert werden darf. Es gab den Hinweis, dass es ja eine Waldvision 2030 gibt für Brandenburg.
Genau, da können sich gerne Leute im Podium zu äußern oder auch hier aus dem Kreis. Und dann gab es noch den interessanten Hinweis zu den Ökosystemdienstleistungen, dass die stärker honoriert werden müssen in den Wäldern. Das kam ja auch in den Vorträgen teilweise vor. Genau, wie kann das dann konkret aussehen? Und es gab auch konkret die Frage nach der Waldprämie vom Bundesministerium, die sozusagen ins Leben gerufen wurde, ob die denn ein guter Ansatz sozusagen ist und vor allem auch alle Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen sozusagen zugutekommt. Also ein bunter Strauß von vielen Fragen. Also schön, dass das so lebhaft ist. Aber bei dem Thema Vision 2030, da ging schon gleich im Podium ein Finger hoch. Frau Abgeordnete, Sie wollten da direkt darauf Bezug nehmen. Sie hatten ja vorhin das schon mal kurz angesprochen. Ja, ich habe das angesprochen, weil das ist ja genau der Punkt. Ne? Diese Waldvision 2030 ist veröffentlicht worden im Jahr 2011. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und wir haben in den 10 Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren und haben ja gelernt, dass der Wald das nicht einfach so wegsteckt, wenn die Temperaturen steigen, wenn die Vegetationsperiode verlängert wird, wenn das Wasser wegbleibt. Und die Frage ist ja wirklich, reicht uns diese Waldvision 2030, um den Zukunftswald zu entwickeln und den Herausforderungen des Klimawandels zu bestehen? Und das war auch ein Anlass dieser Veranstaltung hier, wo ich eigentlich für mich schon die Antwort gefunden hatte im Vorfeld, jetzt bei vielen Waldexkursionen und mit vielen Gesprächen, dass ich für mich sage, diese Waldvision reicht uns nicht mehr. Wir haben veränderte Rahmenbedingungen. Wir müssen schauen, dass wir den Wald zukunftssicher machen, dass wir dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft überhaupt noch Wald haben. Denn wenn ich mir anschaue, was in westlichen Bundesländern passiert ist mit den Fichtenwäldern, wenn ich mir anschaue, wie die Buchen auch leiden in bestimmten Bereichen, wie die Kiefern bei uns zum Teil flächig abgestorben sind, weil das Wasser weggegangen ist, sogar in den Niederungsbereichen, Bereich Schwarze Elster unten, dann sage ich mir natürlich, also hier ist was ganz im Argen und wir müssen uns wirklich auf den Hosenboden setzen und schauen, ob wir nicht andere Mechanismen, andere Möglichkeiten auch finden und auch experimentieren, um den Wald auch zukunftsfest für die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu bewahren und zu entwickeln. Und das war eigentlich die Grundfrage, ne, mit der wir heute eigentlich hier reinsteigen wollten. Und für mich ist eigentlich die Frage, klar, brauchen wir eine neue Waldvision, weil wir können ja so nicht weitermachen. Wir haben ja gelernt, dass es nicht funktioniert unter den jetzigen Bedingungen. Und für mich ist eigentlich die Frage, wie müsste denn eine neue Waldvision aussehen, damit wir den Wald erhalten. Also ich will mal so sagen, ich war letztens erst im Kellerwald und da ist gesagt worden, da gab es einen Menschen, der hat gesagt, wir müssen um jeden Baum kämpfen. So weit sind wir inzwischen und wir müssen auch um die Wälder kämpfen als Ganzes. Also auch für das Waldinnenklima und damit die in ihrer Funktion als Ökosystem, als Lebensraum und als Wasserspeicher und als Kühlzelle auch weiterhin existieren können. Und natürlich auch als Quelle von Rohstoffen. Ja? Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Und ich denke, dazu brauchen wir, wie es gesagt wurde, auch konkretere Vorgaben. Also so eine ganz globalen, allgemeinen Aussagen reichen da nicht mehr aus in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist in der bisherigen Diskussion auch schon relativ gut klar geworden. Und das können wir noch mal ein Weilchen vertiefen hier, denke ich. Ja, sehr gerne. Dann wären wir ja bei der Frage der Werkzeuge. Und um vielleicht auch die Frage jetzt aus dem Chat mal aufzunehmen. Also hier kommt ja keiner aus Sie, wie der Österreicher zu sagen. Ne? Also Herr Mehl hat sich schon positioniert, er möchte also Wald bewirtschaften, auf jeden Fall auch mit Holznutzung verbinden. Herr Frank hat auch viel über Geld geredet. Deswegen drücke ich gerne auf den etwas bisher zurückhaltenderen Punkt. Herr Professor Ibisch, Artenschutz, Biotopschutz, Waldkühlen, alles das wollen wir machen. Forstwirtschaft soll wirtschaftlich sein. Wie soll es funktionieren? Wie kommen wir da? Wie findet man eine Rechnung im Wald? Ich glaube, dass es ja sehr eindrucksvoll im Moment vorgeführt wird. In Deutschland, in weiten Teilen Deutschlands, wo die Monokulturen zusammenbrechen, wie ein Modell, mit dem man lange Zeit gut Geld verdienen konnte, am Ende nicht wirtschaftlich ist.
ne, und wo tatsächlich mit sehr viel Geld das Ganze jetzt irgendwie gerettet werden muss oder auch verschlimmbessert wird. Da werden wir dann bei der Prämie, wurde schon angesprochen, wo gegebenenfalls jetzt auch noch die falschen Maßnahmen gefördert werden. Also ich möchte tatsächlich raten, dass wir genau auf diese Wirtschaftlichkeit schauen und da auch einbeziehen, letztendlich das, was wir brauchen als Gesellschaft, und zwar grundlegend und in der Klimakrise noch mehr. Und dazu gehört etwa Wasser. Ja, und nochmal diese provokative Frage, was ist, wenn in Zukunft Wasser und Kühlung im Mittelpunkt stehen von allem, ne, damit uns die Flüsse nicht leer laufen, was ja so viele Konsequenzen dann hat im Sommer, dass dann auch die Kraftwerke nicht mehr gekühlt werden können, dass die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert. Wir haben das ja gesehen hier in Brandenburg, dass Sonnenblumenkulturen vertrocknen, unsere subtropische Kulturfrucht. So, und da spielt der Wald eine große Rolle. Der Wald muss unterstützt werden, damit er möglichst kühl und feucht bleiben kann. Wenn wir das tun, tun wir uns und anderen wirtschaftlichen Sektoren etwas Gutes. Und das heißt, das Ganze ist von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Das muss uns was wert sein und das muss dann ankommen bei den Waldbesitzenden. Ja, und ganz am Ende ist dann die Frage, was wird mit dem Holz? Ich glaube, das ist nochmal eine andere Debatte, die wir auch führen müssen. Ja, vielleicht soweit erstmal. Ansonsten, wenn ich darf, jetzt habe ich schon so lange geredet zur Vision, vielleicht nur noch auf Frau Hickel reagierend. Ich halte das auch für dringend notwendig, dass diese Vision aktualisiert wird. Aber müssen wir aufpassen, nicht zu lange Zeiträume zu wählen. 40, 50, was auch immer. Ehrlich gesagt, ich traue mir gerade nicht zu, mir vorzustellen, was 2025 sein wird. Ja, und niemand hat 2017 vorgesehen, was dann kam. Das heißt, wir müssen jetzt viel vorsichtiger und tastender in die Zukunft. Das Rezept, das heißt adaptives Management, was aber bedeutet, dass wir sehr gut beobachten müssen, was passiert, sehr gut beobachten auch, mit welchen Maßnahmen wir Erfolge erzielen, was sich bewährt, das sehr gut dokumentieren, sehr viel besser dokumentieren als bisher und vor allem natürlich Prinzip Vorsicht und Vorsorge. Ja? Ein Baum, der gefällt ist, der da 100 Jahre gewachsen ist, der ist dann nicht mehr da und den kriegen wir nicht zurück. Wenn uns danach einfällt, es wäre doch gut gewesen, ihn dann noch zu haben. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, auf jeden Fall. Herr Mehl. Ich möchte bloß ergänzen, weshalb ich denke, dass es tatsächlich notwendig ist, das zu überarbeiten. Das auf der einen Seite stimmt, was Pierre Ibisch gerade gesagt hat, dass wir gar nicht so weit vielleicht schauen können. Auf der anderen Seite steht aktuell in der Waldvision 2030 nichts von Vorsicht. Ja, also und diese Vorsicht hat ja Konsequenzen. Die hat nämlich ganz deutliche Konsequenzen in Richtung Anteil von Nutzung oder eben nicht. Und insbesondere im öffentlichen Wald hat das eine große Relevanz, auch im Zusammenhang mit dem Finanzministerium zum Beispiel. Was ist die Erwartungshaltung? Und das gehört in dieses Paket. Ja. Auf jeden Fall. Lassen Sie mich ein weiteres Schlaglicht setzen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat in der jüngeren Vergangenheit der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik seinen Bericht beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft quasi zum Besten gegeben, Oktober 2021, Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft an den Klimawandel. Wir hatten vorhin bei beiden Praktikern ein Ceterum Censeo zu hören. Das war das Thema Jagd. Herr Mehl, war das sogar noch wichtig, Herrn August Bier damit dem J zu ergänzen mit dem Jewehr. Der Beirat kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass neben einer ganzen Reihe von Maßnahmen zusätzlich die Jagdgesetze so anzupassen sind, dass Waldbesitzer die Möglichkeit haben, die Wildbestände in ihren Wäldern so anzupassen, dass Verjüngung aller Baumarten auch ohne Verbissschutzmaßnahmen möglich ist. Zitat Ende. Das Thema Jagd scheint auch für den Beirat sehr wichtig zu sein. Das scheint für die Praktiker sehr wichtig zu sein. Direkt nochmal darauf zugefragt, Herr Frank, Sie hatten das vorhin auch geschildert. Es gibt tatsächlich eine Jagdgenossenschaft, die jetzt selber in die Bejagung geht. Warum ist das für Sie so wichtig? Ja, es steht eigentlich im Grundgesetz.
Eigentum verpflichtet und Eigentum sollte man halt irgendwie auch die Möglichkeit haben, halt auch zu nutzen. Und für mich gehört die Jagd eigentlich auch zu den Nutzungsmöglichkeiten, aber mir wird sie halt genommen und ich habe keinen Einfluss auf die Verjüngung, außer ich setze einen Zaun. Ich meine, ich habe so was Schönes mir mitgebracht. Das ist so ein Heft, da geht es nur um Möglichkeiten, Wild auszusperren. Ich habe mal durchkalkuliert, wenn ich für Brandenburg ist es eine Zahl, wenn ich also jeden Wald, also die 100.000 Hektar Wald, nee, 1 Million Hektar Wald, sozusagen irgendwie Zäune, was das für eine Summe ist. Ich gehe davon aus, dass wir 4.900 Euro pro Jahr und Hektar brauchen, nicht für Hektar, sondern pro Hektar brauchen, Wald sozusagen verbisssicher zu machen. Erstens, wenn wir alles einsperren, dann weiß er nicht mehr, wo das Reh hin muss, ja, sozusagen. Das ist also auch kein Ziel. Und ja, es bringt mir sozusagen, wie soll ich sagen, Professor Ibe schon sagt, wir müssen unseren Wald also stetig in der Verjüngung halten. Also er muss einmal die Möglichkeit haben, dass er sich verjüngt, ohne dass ich immer nur gezielt Verjüngungsmaßnahmen einleite, sondern es muss eigentlich immer da sein. Es muss immer da sein, es vergeht wieder, es kommt wieder. Wenn Licht an Boden fällt, kann der Baum wachsen. Wenn ihm dann an der Stelle gerade kein Licht an Boden fällt, wächst halt nicht. Aber bei uns wächst halt eben das nicht so, weil eben ständig auf die Verjüngung Einfluss genommen wird durchs verweißene Schalenwild. Und das muss auch die Möglichkeit geben, dass der Waldbesitzer, wenn er die jagdlichen Fähigkeiten hat, das muss man ja auch berücksichtigen, es kann halt nicht jeder in den Wald rennen mit der Flinte, sondern nur der einen Jagdschein hat, der pachtfähig ist, beziehungsweise zurzeit halt eben, ja, der muss halt, oder er kann es ja auch abgeben an jemanden, der seinen Wald dann betreut. Das ist ja auch, könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Das muss ja nicht jeder sozusagen Waldbesitzer dann, wenn er das möchte, sozusagen, dann sozusagen durch diese jetzige Jagdgesetzgebung halt durchsetzen halt. Jetzt haben wir zwei wesentliche Werkzeuge schon mal genannt. Jetzt vielleicht ein Ratespiel. Wer von Ihnen hat denn noch ein Werkzeug in der Hand? Reichen uns diese beiden Werkzeuge oder brauchen wir noch mehr? Vielleicht nur ein ganz kurzer Satz noch zur Jagd, weil ich vom adaptiven Management sprach, wo es ja darum geht, Dinge auszuprobieren und dann aus Fehlern zu lernen. Da scheint es mir so zu sein, dass in dem Bereich wirklich seit sehr langer Zeit, seit Jahrzehnten, man sich verweigert zu lernen aus den Fehlern, die auf dem Tisch liegen und dokumentiert sind. Vorhin wurde schon angesprochen, in dem Bereich wäre gut, einfach mal zu experimentieren, sei es mit kleineren Revieren und ja mit verschiedenen Ansätzen. Und das würde ich anraten, auch in Bezug auf die Waldentwicklung. Dinge, mit denen wir ja arbeiten im Kleinen. Ich glaube, es ist gut, erstmal, wenn Forschung auch voranschreitet, etwa künstliche Totholzanreicherung oder ja, Lernen tatsächlich von Kalamitäten. Ich habe das schon auch mal in den Raum gestellt, was wir sehen jetzt in Treuenbrietzen etwa oder in Jüterbock, wo es so gebrannt hat, was das mit dem Boden macht, mit dem Rohhumus etwa, der Freisetzung von Nährstoffen, wo abrupt Möglichkeiten geschaffen werden, für Laubbäume sich anzusiedeln. Zum Beispiel Pionierarten oder vor allem diese, aber nicht allein. Ist ja schon erstaunlich, wie viele Arten da schnell auf diesen Brandflächen auftauchen. So dass man auch mal diskutieren könnte über kontrolliertes Brennen unter Kiefern. Ich rede nicht davon, Kiefernwälder anzuzünden und unkontrollierte Waldbrände zu entfachen. Aber unkonventionelle Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wie kommen wir weg aus diesen brandgefährlichen Situationen im wahrsten Sinne des Wortes und aus diesen Monokulturen, weil ich fürchte schon auch ein bisschen, dass ja nur ein vorsichtiges und umsichtiges Managen, wie ihr das macht, vielleicht unter manchen Bedingungen nicht ausreicht. Und nebenbei diese massive Naturverjüngung mit Pionierbaumarten, die wir erleben auf den Waldbrandflächen, scheint schon auch teilweise das Wild zu überfordern. Und wenn dann noch weitere Situationen hinzukommen, wie etwa Verhau-Situationen durch chaotisch herumliegendes Totholz, auch das, da gibt es Studien, reduziert den Verbissdruck und die Chancen für die Verjüngung. Das reduziert dann auch die Möglichkeit, mit dem Harvester da durchzufahren. Das ist dann wieder auf der praktischen Seite und auf der Kostenseite zu bedenken. Aber wir müssen halt priorisieren und vor allem experimentieren, aber auf konstruktive Art und Weise und wirklich nur dann, wenn gut dokumentiert wird und wenn wir bereit sind, auch aus den Fehlern zu lernen.
Das bringt mich zu einer vielleicht letzten Komponente, die mir auch schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Wir haben jetzt doch einige gute Ansätze hier gefunden und die Veranstaltung heute hier ist ja auch quasi dazu geeignet, einem breiten Publikum das Thema nahe zu bringen. Trotzdem habe ich ganz persönlich immer noch das Gefühl, dass die Baustelle Wissenstransfer, also wohl zum einen, sag mal, nach innen in eine Branche hinein, die sich mit Wald und Holz beruflich oder nebenberuflich oder auch nur hobbymäßig verbindet, und quasi auch in die breite Öffentlichkeit hinein, die letzten Endes natürlich auch ein wesentliches Maß oder Grad für die künftige Entscheidung von Politik darstellt, dass wir da vielleicht noch eine Baustelle haben. Wie sehen Sie das? Ein gewisses Schulterzucken, Professor Jübisch. Ich kann nur sagen, dass jetzt persönlich für mich diese Baustelle ziemlich groß geworden ist. Also, dass ich wesentlichen Teil meiner Zeit, die ich ja auch verwenden könnte, in reine Forschung oder in noch mehr und bessere Lehre, schon mich bemühe, dass wir tatsächlich Dinge, die in der Forschung rauskommen, erzählen, dass wir das anbieten in solchen Kreisen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich das systematischer betreiben lassen muss, auf nationaler Ebene. Habe ich geworben dafür, dass wir tatsächlich dazu kommen, so ein dynamisch sich entwickelndes Waldökosystem-Gutachten zu haben, wo wirklich alle Disziplinen und auch Praktiker die Chance haben, existierendes Wissen zusammenzutragen, wo man aber dann nicht nur ein Dokument erzeugt, was dann 10 Jahre liegen bleibt, sondern ja wirklich systematischer auch dokumentiert, wo es Konsens gibt und wo es Dissens gibt und da glaube ich auch zu anderen Formen des Managements von Wissen und von Nichtwissen kommt. Ne? Auch die Beurteilung, wo ist die Unsicherheit sehr groß. Und da wäre es, glaube ich, wünschenswert, wenn das angeregt wird, gewünscht wird, moderiert wird von Ministerien. Herr Mehl. Ja, ich möchte vielleicht ergänzen, dass bei mir oder bei uns eine große Offenheit dafür da ist, sich an solchen Projekten wie zum Beispiel Gläserner Forstbetrieb, Buchenwaldprojekt und so weiter zu beteiligen. Weil ich habe gestern bei einer anderen Veranstaltung gesagt, wir lassen uns gerne in die Karten schauen. Und die Dinge, die wir dort machen, wir sind eine öffentliche Verwaltung. Wir sind dazu da, auch gläsern zu sein und uns auch hinterfragen zu lassen. Deswegen stehe ich also für solche Projekte sehr, sehr gerne zur Verfügung. Weil wir auch sehr schnell begriffen haben, dass wir uns da nur weiterentwickeln können an diesen Dingen. Und das finde ich also sehr, sehr wichtig, dass wir dort mit einer großen Offenheit auch in diesen Diskurs mit allen möglichen Interessengruppen gehen. Ich erlebe das im Zusammenhang mit der FSC-Zertifizierung, die wir ja schon sehr lange haben, dass es auch ein anspruchsvolles Gebiet ist, auch ein forderndes und manchmal auch ein gewisses Überfordern da sich entwickeln kann, weil die Interessenlagen einfach auch so widersprüchlich unter Umständen sind. Ne? Und auf der Fläche sollen wir dann versuchen, das Beste draus zu machen. Aber auf der anderen Seite ist das also auch unabdingbar notwendig, dass man sich diesen Dingen stellt. Letzten Endes wäre natürlich eine Vision, die man entwickelt, zu dem, wo es hingehen soll, natürlich auch eine Botschaft. Aber das soll nicht das letzte Wort sein, denn der Elefant im Raum, der Privatwald, wie steht der zum Wissenstransfer oder dem Bedarf von Wissenstransfer? Also ich denke, der aufgeschlossene Waldbesitzer in Brandenburg nimmt natürlich zur Kenntnis und interessiert sich auch für wissenschaftliche Meinungen und liest und erkundigt sich, entwickelt sich weiter. Es gibt halt eben gerade einen kleinen Waldbesitzer, Bereich, sage ich mal, so Dorfstruktur, familiäre Strukturen, da könnte vielleicht ein bisschen mehr noch kommen. Wir haben ja in Brandenburg die Waldbauernschule, wo ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Den könnte man meines Erachtens noch ein bisschen mehr in die Breite bringen, noch mehr dort Werbung für machen, die Themen auf Ökosystemleistung, Ökologie im Wald vielleicht ausdehnen. Auch was zum Beispiel das Thema Eigenbejagung angeht, in Jagdgenossenschaften wäre vielleicht auch mal ein gutes Thema mit den Jagdgenossen. Also jeder Waldbesitzer ist ja auch gleichzeitig Jagdgenosse, sofern er es nicht wünscht, dass sein Wald bejagt wird. Da könnte man, denke ich, eine ganze Menge machen. Also die gerade, wie gesagt, die klassische Jagdgenossenschaft wird ja zurzeit
machen wir uns nichts vor, in Brandenburg oder in vielen anderen Ländern, Bundesländern von den Jägern betreut. Und ja, und was denn da sozusagen gesagt wird, ist Gesetz. Und ja, deswegen, da sollte man so diese Eigenständigkeit des Eigentums, sollte man vielleicht nochmal sozusagen da stärken. Gut. Also mehr Eigentum stärken, mehr Forschung und Forschungsergebnisse umsetzen, wagen und mehr Mut zum eigenen Wald und Waldumbau. Vielleicht kann man das so ein bisschen versuchen zusammenzubinden. Nichtsdestotrotz ist diese Veranstaltung ja vor allem auch dafür da, die Politik schlauer zu machen. Deswegen nennt sich das ja auch Fachgespräch. Und an dieser Stelle gebe ich gerne nun den Ball zurück an die Gastgeberin. Schon. Wir können natürlich auch noch eine Fragerunde einstellen, wenn wir noch mal eine nachlegen wollen. Ich sehe aus der Online-Redaktion, da wird vehement genickt. Also probieren wir das noch mal. Fangen wir wieder an im Raum. Da gibt es den ersten Fingerzeig. Bitte. Nochmal, mein Name ist Martin Krüger, Vorsitzender vom Bund Deutscher Forstleute. Betonen möchte ich, dass wir diese Waldvision nur umsetzen können, wenn wir ausreichend Personal haben. Und wir haben in den letzten Jahren 200 Mann verloren, um das auf den Punkt zu bringen. Aber zwei Fragen hätte ich. Wie viele Mischwälder wollen wir in den nächsten 10 Jahren in Deutschland haben, also in Brandenburg? In Klammern, warum sind wir nicht weiter? Und dann vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Professor Iwitsch. Wie stehen Sie denn zu Windkraftanlagen im Wald? Vielen Dank. Hört sich schon so ein bisschen an wie Gretchenfragen, aber die scheuen wir nicht. Wir sammeln vielleicht noch mal aus dem Online-Bereich. Was haben wir da noch mit in petto? Da kamen ganz unterschiedliche Themen auf, was ich ganz interessant fand. Es ging nochmal zurück auf die Honorierung von Ökosystemdienstleistungen. Da gab es die Idee einer Grundprämie für alle Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen, also ähnlich der Prämie, die wir ja auch im Landwirtschaftsbereich haben, also der Flächenprämie, wobei da ja auch Kritik dran hängt sozusagen. Aber genau, wie finden Sie eine solche Grundprämie als Vorschlag? Genau, und dann gab es noch eine kleine Diskussion im Online-Raum zu der Frage, inwiefern Wälder komplett aus der Nutzung genommen werden sollen, also mehr Waldflächen, Schutzgebiete geschaffen werden sollen. Und genau, da wäre eine Meinung aus dem Podium sicherlich auch interessant. Gut, vielen Dank. Dann vielleicht in der Reihenfolge, wie angesprochen, das war einmal der Laubholzanteil. Ich gucke jetzt noch mal, die Frage ging an alle oder einen speziellen, an alle drei. Dann fangen wir damit an, von links nach rechts. Bitte. Ich spreche jetzt mal nur für meinen eigenen Wald, weil ich sage euch mal, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass ich also mindestens einen Laubholzanteil über alle Flächen von 50% mindestens haben will. Das heißt nicht, dass ich also sozusagen die Nadelbäume dort nicht weiter fördere, sondern es soll halt möglichst eine große Mischung geben, eine Ungleichaltrigkeit und die Baumarten, die halt eben auf dem jeweiligen Standort wachsen können, zurzeit zumindest, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir können nur vermuten, sollen da auch wachsen. Und deswegen, also 50% kann ich mir gut vorstellen. Und von irgendetwas muss der Waldbesitzer leben. Zurzeit ist es halt eben doch nur der Holzmarkt, der mir halt eben dann Geld gibt. Und die Ökosystemleistung, nur mal kurz zur Bundeswaldprämie, das war jetzt leider eine Einmalaktion. Aber ich könnte mir als Waldbesitzer auch vorstellen, dass das halt eben auch gerne was Dauerhaftes ist. Denn wir haben uns verpflichtet, das muss ich auch sagen, auch wenn es nur PFC ist, was so manche sagen, wir machen keinen Kahlschlag, wir machen keine Chemie im Wald und wir versuchen möglichst wenig Bodenbearbeitung im Wald zu tun. Und wenn ich das mit anderen Ländern außenrum vergleiche, was da, sage ich mal, als Standard ist, da darf in Polen 3 Hektar kahl gehackt werden, da darf Chemie eingesetzt werden und, wie heißt das Label? FSC. Und das tut mir wirklich weh, dass wir sozusagen dieses bisschen, wo man sagt, wir haben hier eigentlich ja doch was getan, denn ich habe versucht in meiner FBG zu sagen, wir machen keinen Kahlschlag. Ja, und ich finde, das ist zum Beispiel das kleine Land Slowenien hat seit dem Krieg ein Kahlschlagsverbot. Und wieso kriegen wir das eigentlich in Deutschland nicht hin? Diese Fragen würde ich gerne auch mal beantwortet wissen. Ja, leider sitzen Sie heute im Podium und die Fragen stellen vor allem ich. Aber wir können das gerne irgendwann auch mal drehen. Herr Professor Iwitsch,
Vielleicht mit der Bitte, dass wir die Frage, die dann direkt an Sie gegangen ist, zum Thema Windräder, dass wir die gleich in der Wortmeldung mit abarbeiten. Sehr gern. Wie viel Mischwald wollen wir haben? Für mich ist das so ein bisschen auch hier die Frage des ökologischen Primats. Ich würde sagen, es geht darum, dass Wald in Zukunft funktioniert in Brandenburg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nadelbaummonokulturen in Zukunft lebensfähig sind. So, egal ob es Kiefern sind oder japanische Lärchen oder Douglasien. Also ich denke, Mischwald sollten wir schon wollen. Und das ist der Wald, der auch am meisten Optionen bietet, wenn es auch aus welchen Gründen noch immer eng wird für einzelne Arten. Also ja, ist das, glaube ich, gar keine Frage mehr. Und Mischwald, vielleicht das nur noch, ist nicht ein Wald, der sich ergibt aus der gemischten Anpflanzung von möglichst vielen Bäumen, weil ein Ökosystem auch noch ein integriertes System ist, wo die Komponenten was miteinander machen. Kann ich jetzt nicht vertiefen. Warum haben wir nicht mehr bisher? Ich glaube, das sind die Beharrungskräfte, die ja nicht ökologisch zu erklären sind. Und dann ist die Frage nach der Windkraft im Wald tatsächlich ein Thema, was mir große Sorgen macht, habe ich auch schon geäußert an anderer Stelle, weil ja jetzt auch die Möglichkeiten geschaffen werden soll, dass Genehmigungen schneller passieren. Und ja, da wo Wind ist, muss halt Windkraft genutzt werden. Da wo Wind ist, haben wir Wald in Deutschland. In den Mittelgebirgen natürlich noch viel problematischer als in Brandenburg. Und ich denke, das ist nicht gut. Um Himmels Willen, unsere Biosphäre ist schwer beschädigt, die Ökosysteme leiden, ich habe das auch angesprochen, unter Fragmentierung, unter viel zu vielen Rändern, Emissionen, Temperaturen, alles zusammen. Und wenn wir Windräder in den Wald stellen, bedeutet das halt ja Trassen, schwerlastfähigen Ausbau erstmal, um da das Zeug hinzubringen, und das muss offen bleiben. Es ist Verlust von Waldfläche, wir haben mehr Waldränder, wir haben mikroklimatische Belastung. Und ich kann nur hoffen und bitten, dass wir allesamt schnell auch hier experimentierfreudiger werden oder das Offenkundige auch stärker nutzen. Ja, da, wo Flächen schon versiegelt sind und verbaut und wo die Energie gebraucht wird in den Städten, da muss die erneuerbare Energie geschaffen werden. Wir haben Straßen, Autobahnen, viele, viele Flächen, wo wir uns wirklich bemühen müssen, Energie bereitzustellen, aber nicht in den naturnächsten Ökosystemen, die aktuell schwer leiden. Und ich sehe die Gefahr, wenn ich das noch anfügen darf, wenn dann der Wald erstmal tot umgefallen ist, die Kalamitätsflächen, das gibt es ja schon, dann gibt es jetzt die Offerten an die Waldbesitzenden und jetzt finanzieren wir den Wiederaufbau und dann braucht man nicht mal einen Baum zu fällen, um Windräder aufzubauen auf den kahlgeräumten Flächen. Aber wir müssen uns dann klar sein darüber, dass das ja nicht hilft, den Wald da wieder gesund in Gang zu bringen. Und gegebenenfalls ist das dann Teil der negativen Eskalation. Also dringend erneuerbare Energien überall hin, nur nicht in Wald. Herr Mehl, Sie sind nun der Mitarbeiter in einer sehr laubholzreichen Oberförsterei. Die Frage ist, und wollen nach Athen tragen? Ja, gut, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es im Chat gelesen und da kribbelt es mir also ganz doll in den Fingern bei verschiedenen Beiträgen. Für uns ist das natürlich ein Selbstverständnis, dass wir unter unseren Standortsverhältnissen in Reiersdorf im Prinzip läuft unser Wald auf lange Sicht auf 100% Waldumbau hinaus. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Anteile von Nadelholz, Kiefer und so weiter hier und da mal haben, aber es werden sehr laubholzdominierte Wälder werden. Das braucht alles ein bisschen Zeit und es braucht auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Investitionen, aber die langfristige Perspektive ist ganz klar. Wenn ich darf, würde ich gerne zwei kurze Dinge aus dem Chat kommentieren. Da steht... Wälder aus der Nutzung zu nehmen, ist naturschutzfachlich falsch. Ich will gar nicht in die Diskussion einsteigen, in welchem Umfang brauchen wir diese Dinge oder so. Aber das ist natürlich nicht logisch. Ne? Das würde ja den Schluss bringen, dass die Natur uns bräuchte, um sozusagen existieren zu können. Und da sind wir uns, glaube ich, in der Runde einig, dass das nicht korrekt ist. Und das Zweite, da stand, Kahlschläge sind per se nichts Schlechtes. Doch, da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Das ist ökologisch eine Katastrophe und da müssen wir auch gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Selbstverständnis tatsächlich breite Füße bekommt oder breites Fundament bekommt.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, es ist auf jeden Fall aber ein deutlicher Beleg dafür, dass wir keinen von der Diskussion ausschließen, auch wenn er etwas leicht antiquierte Konzepte verfolgen mag. Wir haben aber noch eine weitere Frage hier aus dem Raum. Bitte. Steffen Kalisch, Bund Deutscher Forstleute. Eine Frage ist es nicht wirklich. Es ist für mich das, was im Chat relativ deutlich ist oder die Diskussion, die wir heute führen, die zeigt mir relativ deutlich, dass wir es in den letzten Jahren nicht ausreichend geschafft haben, das, was wir wissen, was wir als Know-how selber haben, in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, wir sind im Moment nicht in der Lage, die Waldbesitzer vollumfänglich mitzunehmen in dem Weg, den wir beschreiten müssen. Wir haben die letzten 20 Jahre verpennt und wir sind im Moment kurz davor, die nächsten 20 Jahre damit zu verbringen, Strukturdiskussionen zu führen, beziehungsweise die Diskussion zu führen, wer macht jetzt was. Wie gesagt, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, wie kriege ich das, was ich weiß, an den Mann. Und das so an den Mann, dass der in der Lage ist, mit dem, was er von mir erfährt als Förster oder auch als Berater erfährt, dass er damit handwerklich in der Lage ist, unter Umständen seinen Wald zukunftsfest zu machen. Das ist mit das größte Problem, was ich im Moment sehe. Auch das, und das schließt ein, dass ich die Daten aus den Leuchttürmen, ich erfasse ja im Moment nicht mal die paar Leuchttürme, die ich habe. Wir reden über Reiersdorf, aber wie gesagt, was wir nicht besprochen haben, heute den ganzen Tag noch nicht, wie sieht das dann wirklich in der Kiefer aus? Wie gesagt, das ist ein Leuchtturm Reiersdorf. Wir haben einfach das Problem, dass wir weder personaltechnisch so weit aufgestellt sind, egal in welcher Richtung, um das umfänglich bestreiten zu können. Wir können das nicht. Und wenn wir da nicht sofort das Ruder umlegen, kriegen wir das auch nicht mehr in den Griff. Wir laufen nur noch hinterher. Und da werden wir in Zukunft scheitern. Wenn, und das erlauben Sie mir, dass ich das dahin dran sitze, nicht vielleicht doch noch einen Ausweg finden, wie wir der Misere begegnen, Prinzip Hoffnung. Wir veranstalten diese Versammlung ja heute hier, beziehungsweise dieses Fachgespräch auch, um eben halt solche Fragen aufzugreifen und dezent, aber bestimmt an die Politik heranzubringen, damit man dort das notwendige Gehör findet. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel nur noch diese Frage Grundprämie, die ist aber, glaube ich, so einigermaßen abgeklopft worden von Herrn Frank für die Waldbesitzer, indem er gesagt hat, das war mit der Waldprämie, das war mal ein guter Versuch, es könnte häufiger passieren. Und dann Wälder aus der Nutzung nehmen, Schutzgebietsgrößen oder so etwas, das denke ich, haben wir auch abgearbeitet. Ich gucke mal rüber zur Online-Redaktion. Gibt es da noch neue Schwerpunkte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann die Frau Abgeordnete, bitte. Ich hatte noch mal eine Frage, und zwar diese, wollte ich vorhin schon stellen, diese Frage Schutzgebiete oder Naturwaldgebiete, Wildnisbereiche, das sind doch eigentlich die Gebiete, wo wir am ehesten mal schauen können, was passiert, wenn wir nicht eingreifen und wie die Natur sich selber hilft, um wieder Wald zu begründen und einen Wald auch zu begründen, der klarkommt mit den veränderten Verhältnissen. Und da würde mich noch mal interessieren, Herr Professor Iwisch, wie Sie das einschätzen. Wir haben ja das Ziel im Land Brandenburg, 10% der Landeswaldfläche zu Naturwaldgebieten zu machen. Und das sind ja solche Flächen, wo man dann gerade im Prinzip beobachten kann, was passiert denn eigentlich, wenn ich das ganze Holz im Wald liegen lasse, wenn ich mal nicht eingreife, wenn ich, also bis auf die Jagd. Die Jagd würde ich da mal vielleicht mal ausklammern. Da muss man vielleicht mal schauen, wie die Flächengrößen so geschnitten sind und die Räume, die randlichen Einflussfaktoren, wenn ich da in der Nachbarschaft jemanden habe, der Zuckerrüben im Winter in den Wald fährt, um die Rothirsche zu füttern, dann klappt das vielleicht nicht so mit der natürlichen Entwicklung. Aber grundsätzlich, wie schätzen Sie denn das ein mit diesen Naturwaldgebieten? Ja, danke schön für die Frage. Ist, denke ich, extrem wichtig. Und ist sogar relevant, wie jetzt in dem Beispiel, was ich im Vortrag gezeigt habe, Golin, dieser Kiefernforst, der 1990 da in das Biosphärenreservat, in ein Totalreservat geraten ist, aus irgendwelchen Gründen. Ist natürlich unheimlich spannend, jetzt 30 Jahre dann zu sehen, was davon allein passiert ist und das abzugleichen mit Flächen, die gemanagt worden sind. Umso mehr gilt das dann für Wälder, die naturnäher sind. Und da müssen wir halt leider feststellen, dass die Flächen aber zu klein sind. Ne? Das sind eben häufig ja extrem
auch naturferne Dimensionen. Also ein Wald beginnt halt erst Wald zu sein ab einer bestimmten Fläche. Und das wird häufig durch diese Schutzgebiete nicht widergespiegelt. Und dann möchte ich schon auch noch anmerken, dass wir häufig in verschiedenen Schutzgebietskategorien häufig eine ganz normale Nutzung haben. Dass die Forstwirtschaft ja meist dann denkt, dass das alles, was konventionell gemacht wurde, in Ordnung ist. Ich weiß, dass wir da auch streiten können, aber wir sehen halt, dass in europäischen Schutzgebieten, in FFH-Gebieten etwa, wirklich nicht anders Forstwirtschaft betrieben wird als auf Normalflächen und meistens nicht im positiven, sondern meist im negativen Sinne. So dass, wenn wir jetzt uns auch bundesweit im Vergleich Flächen anschauen, Vitalität von Wäldern in Schutzgebiet und außerhalb kaum Unterschiede sehen. Und das ist bedauerlich. Und ich glaube, da müssen schon auch nochmal auf den Tisch Diskussionen zu gewissen Mindeststandards, ökologischen Mindeststandards. Früher haben wir gesagt, gute fachliche Praxis abgestuft. Ne? Also was in Schutzgebieten auf keinen Fall passieren sollte. Das kann alles betreffen. Abstände von Rückegassen, Entnahme von Holzmengen oder Belassen von Totholz und so weiter. Aber dann auch halt auf den Normalflächen. Also das ist noch etwas, was wir nicht angesprochen haben. Förderung ist das eine. Aber wir haben eigentlich zu wenig Mindeststandards, die angepasst werden müssen oder die einfach existieren müssen in dieser Situation, in der Wald so sehr im Stress ist. Da gibt es noch eine weitere Frage. Bitte. Ups, geht's? Ja, mein Name ist Karl Schwarz. Ich bin Mitglied des BUND in der Ortsgruppe Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. Ich habe eine Frage beziehungsweise eine Anregung. Wir in Stahnsdorf haben in den letzten paar Jahren Auseinandersetzungen mit dem dortigen Förster gehabt, als es um Waldarbeiten ging. Und zwar deshalb, weil Waldarbeiten durchgeführt worden sind, Durchforstung genannt, die Wälder betroffen haben, die ganz dicht an der Wohnbebauung dran waren, die ganz intensiv als Naherholungsgebiete von den Leuten genutzt worden sind. Und meine Anregung, meine Bitte oder meine Frage wäre, es wurde heute Abend sehr viel von Information gesprochen. Es bezog sich nur auf die Information innerhalb der Forstbranche. Aber ich denke mal, eine Information von betroffenen Anrainern, Bürgern, die durch diese Arbeiten im Wald betroffen sind, wäre mindestens genauso wichtig. Also ich nenne nur das Beispiel, Einsatz von Harvester treibt den Leuten den Blutdruck gleich in die Höhe. Und da kam es also auch schon zu richtigen Demonstrationen und Auseinandersetzungen deswegen. Ich denke, hier sollte man und müsste man sicherlich auch irgendwas sich überlegen, wie man mit solchen auch teilweise innerhalb von Orten liegenden Waldgebieten umgeht, damit da eine vernünftige Forstwirtschaft auch stattfinden kann. Es soll nicht heißen, dass man die nicht wirtschaftlich nutzen kann. Aber ich denke mal, was hier dringend geboten ist, ist eine Information der betroffenen Bürger. Danke. Den Ball nehme ich gerne auf und spiele den gleich mal weiter, Herr Frank. Wäre doch eine gute Idee. Künftig melden Sie jede Maßnahme, die Sie im Wald haben, an, diskutieren das mit dem Dorfnachbarn und dann stellen Sie einfach 2, 3 Leute an, die diese Kommunikation dann noch abarbeitet. Wir sehen ja, wenn wir über Wald diskutieren, haben wir auch in reichlich Bewegung im Chat. Also das wäre ja auch eine Form von Arbeitsbeschaffung, die dem Wald vielleicht gut täte. Können Sie sich sowas für Ihre FBG gut vorstellen? Das Gute ist ja, dass ich im ländlichen Raum bin. Und da kennt jeder noch das Geräusch der Motorsäge am Wochenende und die Kreissäge am Wochenende. Und selbst den Harvester kennt man dort. Es ist aber wahrscheinlich, was Sie meinten, ist halt eben im urbanen Raum angrenzend sozusagen ist halt Wald und der muss halt gepflegt werden oder sollte gepflegt werden. Und was tue ich da? Natürlich ist halt schon wichtig, dass man kommunikativ ist, dass man sich sofort den macht, versucht zu erklären, dass es halt eben den Motormann, den Holzanschlag, den sich der ein oder andere wünscht. Also dass da eben 2, 3 Leute mit der Motorsäge und Schutzausrüstung, vielleicht am liebsten noch ein Rückgefährt und ne, so und ein Bauwagen und das alles, was man sich so vorstellt, so harmonische und Waldpflege, ist leider fast nicht mehr möglich. Ich betreue auch schon sehr lange einen Kommunalwaldbetrieb bei Königs Wusterhausen, Gemeinde Zeuthen. Ich habe jetzt längere Zeit dort ausgesetzt, weil wir nicht mehr zusammenkamen. Da ging es halt auch die ganze Zeit darum, wir wollen Rückgefährde, wir wollen jenes, wir wollen dieses.
habe ich gesagt, mach doch mal eine Analyse, wie viel diese Tiere noch im Wald existieren, also von Menschen geführt werden, die das können. Und sie werden keinen mehr finden. Es gibt ein paar, die es noch können in Brandenburg. Und die arbeiten aber alles ganze Jahr über bei Berliner Forsten. Das kann ich schon mal so sagen, weil da wird Waldumbau gemacht im großen Stil. Und die wünschen halt eben an manchen Stellen halt eben nicht die Maschine, sondern das Pferd. Und das sind alle, die da sind. Und da wird halt eben zurzeit viel Geld ausgegeben. Und dann können sich die Leute, die Pferderücker gehen halt gerne dorthin, weil es auch kompakt ist. Und deswegen wäre... Wie gesagt, die forstliche Ausbildung fehlt halt, nicht die forstliche, also die Waldarbeiterausbildung, die ist auch sehr runtergefahren. Und da wissen wir selber, es gibt überall Fachkräftemangel. Und das ist halt nicht da. Wir können nicht, dann müssen wir die Maschine nehmen. Aber ich gebe Ihnen recht, es muss halt kommuniziert werden. Aber ich kann es, sag mal so, wenn ich jetzt dort Privatwaldbesitzer bin, mit meinen, sage ich jetzt mal in dem Fall, da vielleicht vor Ort 5 Hektar und der nächste heißt dann auch, hat auch 5 Hektar. Dann brauche ich Unterstützung und die kann ich halt eben, da brauche ich wirklich dann vielleicht den Mann vom Land, der auch geschult ist, sozusagen öffentlichkeitswirksam mit den Ortsansässigen dort, die dort sich in ihrem Erholungsraum gestört fühlen, dann auch zu kommunizieren. Das würde ja heißen, ohne Förster geht es dann doch nicht. Ich glaube, es gibt einige im Raum, die das freuen würde, das zu hören. Aber da vielleicht noch nebenbei, aus einer früheren Tätigkeit hätte man auch antworten können, vielleicht sind die Häuser ein bisschen zu nah an den Wald gebaut worden, hätte man noch einen Waldrand anlegen müssen. Aber das hilft in der Diskussion auch nicht weiter. Also Kommunikation ist wichtig, das ist, glaube ich, sonnenklar geworden, nach innen, quasi in die Branche hinein, wie nach außen. Das, denke ich, ist eine Daueraufgabe, unterschiedlich weit fortgeschritten in den unterschiedlichen Eigentumsarten oder Bereichen der Branche. Das ist auch eine ganz natürliche Angelegenheit. Aber nichtsdestotrotz ein weiterer Versuch. Ich nehme nochmal Blickkontakt auf mit der Gastgeberin. Wir sind dabei, den Bogen quasi rund zu machen. Dann übergebe ich jetzt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bitte. Danke. Vielen Dank an Martin Hasselbach für die interessante Moderation und die interessante Diskussion hier insgesamt im Raum und im Chat. Also im Chat, die Beiträge haben mich ja am meisten fasziniert, muss ich sagen. Es sind ja doch sehr unterschiedliche Wortmeldungen hier angekommen, wer das so ein bisschen mitverfolgt hat. Und das spiegelt schon auch, man bekommt so ein Gefühl dafür, wie das hier so läuft im Landtag. Ne? Die verschiedenen Meinungen, Strömungen, das ist also über die Parteien hinweg doch sehr differenziert manchmal, auch wenn es befreundete Parteien sind. Ich habe mich sehr gefreut über die Diskussion hier. Es sind also ganz viele Sachen angesprochen worden, die wir auch in den letzten Wochen und Monaten in verschiedenen Gesprächen schon mal diskutiert haben. Ich will mal versuchen, so ein bisschen eine Linie noch mal reinzubringen. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall uns verstärkt um den Wald kümmern müssen. Das ist wichtig. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren und wir müssen schauen, dass wir klimastabile Dauerwälder aufbauen, dass wir Naturverjüngung vor allen Dingen zulassen. Dazu gehört, dass wir das... Dann hat noch jemand? Ich habe aber mein Mikro an. Sie hat mich erkannt. Vielen Dank, Kamera. So. Wir haben gesagt, also wenn Naturverjüngung und natürliche Wiederbewaldung und Dauerwaldprinzip, dann wird das nur gehen, wenn man auch Richtung Jagd mal verstärkt was unternimmt. Wir werden ja in diesem Jahr, denke ich, so habe ich es jedenfalls gehört, noch den Entwurf eines neuen Jagdgesetzes für Brandenburg auf den Tisch bekommen. Das wird also eine sehr spannende Zeit, dieses Jagdgesetz dann hier zu diskutieren. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir das auch in diesem Rahmen nochmal machen, mit so einem Fachgespräch, weil, wie gesagt, die Abgeordneten müssen sich schlau machen, wie so die Meinung im Lande ist, die Meinung der Fachleute. Das war heute schon mal so ein kleiner Auftakt dafür, dachte ich mir so. Dazu gehört natürlich auch, was heute gar nicht angesprochen ist, die ganze Frage Wildbrettvermarktung. Da gab es ja in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie beim Ministerium. Das wäre auch noch mal interessant, davon mal die Ergebnisse irgendwie zu hören. Aber das wollen wir heute nicht mehr weiterverfolgen. Ich wollte es bloß mal nennen, weil da sitzt ja ein Vertreter des Ministeriums. Was auch ganz wichtig ist und was heute auch rausgekommen ist, wenn wir den Wald entwickeln wollen und erhalten wollen, dann müssen wir uns um den Wasserhaushalt kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Wasserrückhalt im Wald.
Anlegen von Kleingewässern, nicht nur fürs Wild oder für Bergmolche, wie ich es bei mir in meiner Heimat habe, sondern auch insgesamt, um solche Kühlzellen auch zu schaffen. Ganz wichtig. Dann auch, was heute auch nicht so angesprochen wurde, Fragen der Bodenfruchtbarkeit und der Reduzierung von Bodenverdichtung. Aber da gab es im Chat was zu rückgegassen. Also ich denke, das spielt so in diese Richtung rein. Also das haben wir zwar jetzt nicht diskutiert, aber das gehört mit dazu. Wir haben auch diskutiert Strukturvielfalt im Wald, Arten- und Biotopschutz, Biodiversität und in dem Zusammenhang auch die Rolle der Schutzgebiete, die ja doch eine besondere Rolle haben für die Biodiversität, für die Artenerhaltung und die eigentlich ja auch, wenn wir sie richtig bewirtschaften oder eben auch mal nicht bewirtschaften, wie das für die Naturwaldzellen eigentlich Naturwaldbereiche gelten soll, die uns vorleben, wie es gehen kann. Wenn wir mal einfach Stille halten und nur beobachten und schauen, wie es die Natur richtet. Das finde ich eine ganz wichtige Sache und deshalb bin ich auch, möchte ich auch nochmal dafür werben, auch im Landeswald diese 10% Naturwaldbereiche auch wirklich durchzusetzen. So wie es im Koalitionsvertrag übrigens steht. Ja, dann war die Frage nach der Grundprämie für Waldbesitzer, weil ja, das ist ja auch eine Forderung des Waldbesitzerverbandes, also eine Art Grundprämie, weil ja der Wald per se Ökosystemleistungen erfüllt. Da muss ich sagen, da haben wir bei den Grünen schon so eine Auffassung, dass wir sagen, also wenn Prämien, dann doch bitte für Leistungen, die wirklich die Ökosystemleistung des Waldes unterstützen. Also Bevorratung von Holz im Wald, diese ganzen Fragen, Wasserhaushalt, schonende Bewirtschaftung. Also da geht es bei uns so mehr in die Richtung. Das würden wir auch sicherlich weiter so vertreten. Nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip, sondern schon gezielt die Waldbesitzer fördern, die auch wirklich Leistung dafür bringen, dass es dem Wald besser geht. Ja, dazu gehört auch die ganze Frage Naturschutz, Vertragsnaturschutz im Wald und auch schnelle und gezielte Hilfe nach Waldschäden. Das ist klar, das muss es geben, um die Waldbesitzer zu unterstützen. Was wir auch nicht besprochen haben heute, regionale Wertschöpfung erhöhen, Holz gebrauchen statt verbrauchen, das ist nochmal ein neues Thema. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mal ein Fachgespräch zu dem Thema zu machen, wo wir die ganze Frage Verwertung von Holz auch in Bezug auf regionale Wertschöpfungsketten nochmal in den Fokus stellen. Ich denke, das werden wir nicht aus den Augen verlieren. Und was ja auch noch ganz wichtig ist, was heute auch zum Ausdruck gekommen ist, die ganze Frage Forschung, ne, ganz wichtig, experimentieren und Forschung und beobachten, analysieren, daraus Lehren ziehen und diese Lehren natürlich auch verbreiten. Wissenstransfer in die Praxis, ganz wichtiger Punkt und auch eine Vernetzung der Forschungseinrichtungen und in dem Zusammenhang, also Waldbauernschule wurde angesprochen, fand ich auch gut. Vielleicht sollte man auch mehr Wissens, vielleicht hilft es ja auch, mehr Wissen in die Jagdgenossenschaften reinzubringen, um den ersten Punkt zu unterstützen. Ja, was auch so ein bisschen durch die Blume angesprochen wurde, ist die Forstreform des Landes. Mehr qualifizierte Försterinnen und Förster auf der Revierebene, um die Beratungsleistungen für die WaldbesitzerInnen auch zu realisieren und auch für den Landeswald natürlich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, an dem wird ja gearbeitet. Da will ich jetzt mal nicht weiter ins Wespennetz stechen. Da sind wir ja noch dran. Da wird es ja auch zum nächsten Umweltausschuss einen Bericht des Ministeriums geben, wie weit wir damit sind. Ja, das war eigentlich so das Wichtigste, was ich hier mal so noch anführen wollte. Und was heute gar nicht angesprochen wurde, ist ein Begriff, der irgendwie so ein bisschen untergegangen heute ist. Das ist die grüne Null, nämlich die Ökosystemleistung des Waldes einfach mal mit einrechnen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die immer so angestellt werden. Ich denke, das sollten wir uns nochmal hinter die Ohren schreiben, auch wenn das heute nicht vom Wortlaut so diskutiert wurde. Es steckte eigentlich ganz viel mit in der Diskussion davon drin. Ja, das wäre so mein Fazit. Also klar ist, wir brauchen konkrete Vorgaben, wie es mit dem Wald weitergehen soll. Und eine Waldvision, eine neue Waldvision wäre da durchaus auch ein Hilfsmittel dafür. Und das muss man bei uns hier im Landtag auch weiter diskutieren und sollte dann auch entsprechend tätig werden. Das wäre so mein Fazit aus dieser Veranstaltung und ich kann nur sagen, es war eine total spannende Diskussion. Ich danke allen, die sich hier eingefunden haben, die im Chat mitgemacht haben, die an dem Bildschirm mitgemacht haben. Ich hoffe, Sie haben alle was da mitnehmen können und wir sehen uns sicherlich in ein paar Monaten mal wieder.
und machen das hier, führen das hier fort, weil ich denke, das wird sich auch gar nicht umgehen lassen. Und es gibt natürlich darüber hinaus auch immer die Möglichkeit, mal in den Wald zu gehen. Wir machen zum Beispiel von unserer Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie immer mal eine Waldexkursion in bestimmte Gebiete mit den Förstern zusammen, mit den Fachleuten. Und wer da Lust hat, mitzukommen, der kann sich gerne bei mir melden und der kriegt dann auch eine Einladung. Ja, recht schönen Dank und ich wünsche einen recht schönen Nachhauseweg.